Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Auftakt unserer Ringvorlesung, die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen, Wissenschaft und alternative Fakten 7. Mein Name ist Michael Bonitz, ich bin zuständig für die rechte Ringvorlesung. Erstmal kurz die Frage, können Sie mich alle hören? Oder zumindest jemand? Ja, ich kann dich hören. Das ist sehr gut. An dieser Stelle übergebe ich erstmal an Lukas Deuschle, der Ihnen kurz erläutern wird, was die technischen Besonderheiten sind und wie Sie dann auch an der Diskussion teilnehmen können. Ja, hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Deuchler. Ich bin Doktorand in der Physik an der Universität Kiel und ich bin Teil des Technikteams. Wir nehmen die Veranstaltung auf, das haben Sie sicher gerade eben auch schon gehört, und stellen die dann auf den YouTube-Kanal der Uni. Sie finden die dann also auf youtube.de und dann Uni Kiel. Dort finden Sie auch die vergangenen Veranstaltungen der Vorlesung Wissenschaft und alternative Fakten. Und diese Veranstaltung werden Sie dann ungefähr nächste Woche dort auch finden. Wir wünschen uns natürlich auch, dass ganz viele Fragen gestellt werden. Und das ist folgendermaßen möglich. Sie müssten unten rechts ungefähr auf der Höhe einen kleinen Button haben. Da steht F und A oder Q und A. Da können Sie eine Frage stellen. Wir sammeln die Fragen und am Ende der Veranstaltung gibt es eine Fragerunde, wo diese dann dem Sprecher gestellt werden. Vielleicht fragen Sie nicht alles sofort, sondern hören noch ein bisschen zu. Vielleicht beantwortet er die Frage ja auch im Laufe des Vortrags. Aber ansonsten sind Sie herzlich dazu eingeladen, möglichst viele Fragen zum Thema zu stellen. Damit bin ich auch schon am Ende und wünsche Ihnen einen lehrreichen Vortrag. Vielen Dank. Gut, damit sage ich schnell was zu der Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten 7. An der Nummer können Sie schon entnehmen, dass es nicht die erste Veranstaltung ist. Wir haben bereits das zweite Semester das Ganze als digitale Veranstaltung durchgeführt. Informationen können Sie immer auch auf dieser Webseite finden. Dort sind dann auch die Links zu den Videos zum Beispiel gefunden. Kurz ein paar Worte zu dieser Ringvorlesung, bevor dann die andere Ringvorlesung auch kurz vorgestellt wird. Das ist unser Team. Wir sind also ein Nachwuchswissenschaftler, inklusive meine Person. Zwei Menschen fehlen, weil wir gerade auch Fluktuationen haben. Zusammen wählen wir die Themen aus, zusammen wählen wir die Sprecher aus und haben bisher eigentlich immer ein sehr spannendes Programm zusammengestellt, wie Sie dann gleich sehen werden. Was ist die Motivation? Aktuell läuft immer noch die Stimmenauszählung da drüben und vielleicht werden wir nochmal Trump 4 Jahre aushalten müssen. Anlass für diese Ringvorlesung war natürlich diese Art von Aussagen, dass Trump behauptet hat, dass bei seiner Amtseinführung natürlich die meisten Teilnehmer da waren, die jemals da gewesen sind. Solche Aussagen sind in diesem Fall sicherlich leicht zu korrigieren oder durch Fakten gegenüberzustellen. Das ist nicht immer so einfach und natürlich hat auch Herr Trump das Recht auf seine eigene Meinung. Aber worauf es uns ankommt, sind überprüfte und objektive Fakten und dafür spielt die Wissenschaft natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und ich denke auch, dass der größte Feind von Trump, Populisten, Esoterikern und vielen anderen durchaus gegeben ist durch die Wissenschaft, weil sie eben die Fakten produziert. Und unser Publikum heute, nämlich denkende, kritische Menschen, die auch bereit sind zu unterscheiden zwischen Meinung und Fakten. Das ist die Motivation für diese Ringvorlesung. Und in diesem Semester haben wir folgende Themen. Nach dem heutigen Vortrag haben wir in 3 Wochen einen Vortrag zum Thema 5G. Da wird Herr Lerchel aus Bremen die wissenschaftliche Situation vorstellen. Am 12. Dezember spricht Herr Pech aus Siegen zum Thema grünes Wachstum. Am 7. Januar haben wir das Thema Verschwörungstheorien und da haben wir einen absoluten Experten aus Tübingen, Herrn Butter, der hier die Situation erläutern wird. Am 21. Januar haben wir das Thema Klima, Geoengineering, spricht Herr Lorenz aus Potsdam. Und am 11. Februar schließen wir mit einer Thematik, die sich um Schlafmythen dreht. Da spricht Frau Christine Blume aus Basel. Wir hoffen, dass das viele Interessenten finden wird. In den Wochen dazwischen findet die andere Ringvorlesung statt. Das heißt, Sie müssen sich nicht entscheiden, Sie können alles hören. Damit wünschen wir Ihnen interessante Vorträge und eine spannende Diskussion. Und ich übergebe an Herrn Stefani zur Vorstellung der zweiten Ringvorlesung. Schönen guten Abend auch von meiner Seite.
Ich begrüße Sie zur Ringvorlesung Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen. Es ist der neue Dekan, Professor Thierry, und mir im April aufgeleuchtet, im April diesen Jahres, dass wir mit der Coronavirus-Pandemie eine große Herausforderung, nicht nur, aber auch sehr stark in medizinischer Hinsicht, aber eben auch in der Gesundheitssystemorganisation, in der Hygiene, im gesellschaftlichen, individuellen, wie Recht, wie dem Gesellschaftsrecht, in der Ethik und in der Ökonomie und vielen anderen Gebieten haben werden und sahen hier sehr viele Schnittstellen, die es zu besprechen und zu beleuchten gibt durch entsprechende Experten. Ich bin pensionierter Mediziner und bin Dekan. Und so habe ich dann Menschen, die von diesen anderen Aspekten noch mehr verstehen als ich, nämlich Frau Professor Bozzaro, die unsere neue Medizinethikerin seit dem 1. Oktober ist, wie auch Herrn Professor Ott, den ganz viele von Ihnen kennen, aus dem Gustav-Radbruch-Netzwerk gewinnen können, mit mir diese Ringvorlesung zu organisieren. Wir haben zahlreiche sehr renommierte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gewinnen können. Wir haben es sowieso als Präsenzveranstaltung geplant. Da ist uns die Coronavirus-Pandemie in ihrem Verlauf zuvorgekommen, beziehungsweise hat uns eingeholt, sodass wir dies als komplette Online-Veranstaltung durchführen müssen. Wir haben das große Glück, dass wir heute mit der Ringvorlesung, die Herr Kollege Bonitz organisiert hat, starten mit dem gleichen Thema. Und wir haben das noch größere Glück, dass wir jetzt zwei Grußworte hören, nämlich das von unserer neuen Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität, Frau Professor Fulda, die seit dem 1. Oktober hier die Geschicke unserer Universität leitet. Und ich darf Magnificenz zu Ihrem Grußwort bitten. Ja, vielen herzlichen Dank. Zunächst ganz herzlichen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, hier das Grußwort zu diesen beiden Ringvorlesungen zu sprechen. Mein Name ist Simone Fulda und wie gerade auch erwähnt, bin ich seit Anfang Oktober neue Präsidentin hier der Christian-Albrechts-Universität. Diese beiden digitalen Ringvorlesungen ermöglichen es Kieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in den Dialog auch mit der Gesellschaft zu treten. Das ist ein ganz wesentliches Ziel auch unserer Universität. Wir sehen uns als Christian-Albrechts-Universität auch als eine zentrale Akteurin in Wissenschaft und Gesellschaft hier vor Ort in Kiel und in der Region. Und die beiden öffentlichen Vorlesungsreihen, die jetzt heute als gemeinsame Veranstaltung gestartet sind, adressieren ja ganz wichtige Themen, nämlich die 7. Auflage der Ringvorlesung Wissenschaft und alternative Fakten und die neue Ringvorlesung, die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Das sind ganz wesentliche Themen heutzutage in unserer Gesellschaft. Und dass die Corona-Pandemie und wie verschiedene Regierungen mit der Pandemie umgehen, zeigen mit besonderer Deutlichkeit, wie wichtig gerade auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse heutzutage sind, ihre Verbreitung in der Bevölkerung und auch die Berücksichtigung in der Politik. Also auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse als Basis auch für politische Entscheidungen. Und diese interdisziplinäre Ringvorlesung, die Corona-Pandemie und ihre Folgen, widmet sich deshalb auch nicht nur den medizinischen, sondern auch den ethischen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen, die damit auch in Verbindung stehen. Und hier ist es so, dass ja jetzt im Wintersemester zunächst die medizinischen Aspekte im Vordergrund stehen und dann im nächsten Sommersemester auch gerade auch die gesellschaftspolitischen Entwicklungen. Und mein Dank geht an dieser Stelle ganz besonders an die Organisatoren dieser beiden Ringvorlesungen, also an Sie, Herr Professor Bonitz, und an Sie, Alt Spectabilis,
lieber Herr Professor Stefani, und natürlich an alle Mitwirkenden, an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Ringvorlesung auch entsprechend gestalten werden. Und heute beginnt halt der erste Vortrag mit Ihnen, lieber Herr Professor Finkenscher, zu der Frage, wohin führt uns die Corona-Pandemie? Und ich denke, wir werden sicherlich sehr interessante Ausführungen von Ihnen haben. Ich wünsche allen Mitwirkenden ganz viel Erfolg bei dieser tollen Veranstaltung und bin sicher, dass das sicherlich auch viele interessante Gespräche und Diskussionen dann auch hervorrufen wird. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier ein Grußwort zu halten. Vielen Dank, liebe Frau Professor Fulda, Magnificenz, für Ihr Grußwort. Ich darf jetzt gleich an Spectabilis Professor Thierry weiterreichen, der den Dekan der Medizinischen Fakultät, mit dem zusammen diese Idee der Ringvorlesung geboren wurde. Ich bitte dich. Ja, Magnificenz, lieber Herr Bonitz, lieber Ulrich, vielen Dank auch erstmal, dass ich hier diese hochspannende und, glaube ich, auch sehr notwendige Reihe, also beide diese Vorlesungen, mit eröffnen darf. Ich habe einmal zurückgeschaut, auch zu anderen bedeutenden Ringvorlesungen. Mitte des letzten Jahrhunderts hat der Philosoph Karl Friedrich von Weizsäcker vor circa 60 Jahren an der Universität Glasgow eine sehr viel beachtete Ringvorlesung zur Tragweite der Wissenschaft in der modernen Welt geleitet. Und da ging es vor allen Dingen darum, welche Funktion Wissenschaft in der Gesellschaft hat. Da geht es um den Glauben an die Wissenschaft als schon Ersatzreligion. Es ging aber auch um das Vertrauen in die Wissenschaft. Und seine Absicht war damals, in einen Dialog auch mit der Gesellschaft einzutreten, und zwar nicht in erster Linie mit den Spezialisten von berichtenden Einzelfächern, wie er schreibt, sondern mit denjenigen Gebildeten, welche die gefährliche Ambivalenz unserer heutigen wissenschaftlichen Zivilisation spüren. Und die Diagnose dieser Ambivalenz ist Arbeit dieser Ringvorlesung gewesen und mit dem Endzweck, wie er schreibt, aber die Hoffnung einer Therapie. Soweit also Karl Friedrich von Weizsäcker. Und auch heute beginnt ja diese Ringvorlesung zu der Coronavirus-Pandemie und ihren Folgen und auch diese wichtige Vorlesung mit der Frage, können wir denn auch noch in die Wissenschaft vertrauen wegen den Fake News? Und diese Ringvorlesung zur Pandemie folgt diesem Weg mit dem Verstehen erst einmal, das Transparentmachen der Virusinfektion, der Besonderheiten der Erkrankung, den Auswirkungen auf den einzelnen Patienten, auf die Gesellschaft, auf das Gesundheitssystem. Was ist das, wenn das überlastet ist? Was verstehen wir eigentlich darunter? Wie ist das mit der Hoffnung auf eine Impfung? Und gibt es ja vielleicht auch eine wirkungsvolle Therapie? Ulrich Stefani hat das schon erwähnt. Der Gedanke zu dieser Vorlesungsreihe ist zwischen uns beiden entstanden, so Ende März. Und zwar deswegen, weil unsere damals sehr lange und sehr schön vorbereitete gemeinsame Veranstaltung zur Übergabe des Dekanats wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Und wir haben aber damals auch schon das Bedürfnis gespürt, auch der Öffentlichkeit, dass von Seiten der Universität Fragen zu dem Umgang mit der Pandemie und ihren Folgen in der Medizin und mit den gesellschaftlichen Konsequenzen in einem interdisziplinären Austausch aufzugreifen ist und dass man hier die Universität mit ihrer wissenschaftlichen Transparenz, Kompetenz und Validität in die Öffentlichkeit bringen muss. Wir hatten allerdings da nicht erwartet, dass die Pandemie bis zum heutigen Tag unser Leben so stark beeinflusst. Und das ist natürlich auch, glaube ich, für viele von uns eine neue Erfahrung gewesen, dass das, was Friedrich von Weizsäcker als Vertrauen und Glauben in die Wissenschaft
damals bezeichnet hat als tragfähig für die moderne Welt, dass genau das auch im Rahmen dieser Pandemie wieder in Frage gestellt wird und dass wir uns bemühen müssen, dass das Vertrauen in das Streben der Wissenschaft nach Wahrheit wieder auch in die Öffentlichkeit hereinzubringen und hier die universitäre Leistung sichtbar zu machen. Ich halte es daher für einen wunderschönen Weg heute und vor allem auch die Kombination dieser beiden Vorlesungsreihen, dass wir heute in einem offenen Diskurs uns untereinander, aber auch die Öffentlichkeit informieren wollen und können und damit die wissenschaftliche Zusammenarbeit herausarbeiten werden, die eben gerade eine Universität und gerade besonders die Universität zu Kiel hier in schwierigen Zeiten auszeichnet. Insofern freue ich mich sehr jetzt auf die folgenden Vorträge und jetzt vor allen Dingen mit dem Auftakt von Herrn Professor Fikenscher. Und ich bin auch ein wenig stolz, dass wir hier einen so kompetenten Virologen für dieses Thema gewinnen konnten, der nicht nur hier eine herausragende Leistung für das Land Schleswig-Holstein geleistet hat, indem er sich um die Infektionsepidemiologie im Detail kümmert, sondern er ist auch ein Sprachrohr unserer Fakultät und des Klinikums in dem Übersetzen der komplizierten Zusammenhänge der Virusinfektion. Und insofern bin ich ganz besonders froh, dass Sie hier dabei sind, Herr von Fikenscher. Und ich gebe zurück an Herrn Professor Stefani. Vielen Dank, lieber Joachim, für dieses Grußwort. Und ich bitte jetzt Frau Professor Bozzaro, Herrn Fikenscher kurz einzuführen, der dann seinen Vortrag beginnen wird. Ja, vielen Dank. Im Grunde genommen hat Spectabilis Herr Dekan, Professor Thierry, irgendwie schon die besten Worte eigentlich gefunden, um unseren ersten Redner vorzustellen. Ich mache es auch wirklich ganz kurz. Irgendwie Professor Helmut Fikenscher ist von Erlangen über Göttingen und Heidelberg 2005 hier nach Kiel gekommen und ist eben seitdem Direktor des Instituts für Infektionsmedizin. Er hat unter anderem auch momentan noch das Präsidentenamt der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie inne und ist auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Virologie. Und der Titel seines Vortrages ist jetzt schon mehrfach genannt worden: Wohin führt uns die Corona-Virus-Pandemie? Ich denke, das ist eine Frage, die ja, die meisten von uns wahrscheinlich in ganz unterschiedlicher Hinsicht gerade beschäftigt. Und ich freue mich auf Ihre Antworten, Herr Professor Fikenscher. Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für diese Ehre, hier sprechen zu dürfen. Herzlichen Dank für die ganz netten Einführungen. Und entsprechend werde ich dann mich mal den Coronaviren zuwenden. Zuerst will ich bloß noch vorschieben, dass ich nicht Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie bin. Da bin ich seit langen Jahren Vorstandsmitglied, aber ich bin Präsident der Deutschen Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten. Nun muss ich mal versuchen, wie ich das schaffe. Und jetzt hoffe ich, dass es auch wirklich zu sehen ist, und sonst bitte ich das Hintergrundsteam, für dessen Arbeit ich auch sehr danke, mir Bescheid zu geben, wenn was falsch wäre. Ist gut sichtbar. Danke. Jo, ich musste mich ja festlegen auf einen Titel, und natürlich muss dann so ein Titel ein bisschen Flexibilität noch frei halten. Ich hatte schon mal, nochmal meinen Dank für die große Ehre, in beiden Ringvorlesungen gleichzeitig sprechen zu dürfen. Und ich kann Sie sehr motivieren, in Zukunft beide Serien auch weiter zu verfolgen. Die Programme beider Serien finde ich äußerst ansprechend. Dieses Mal habe ich nicht vor, die Grundlagen dieser Situation zu erläutern. Das war schon am 18.05.2020 dran. Und zwar hatte ich in der Serie von Herrn Bonitz hier einen Vortrag gehalten. Damals waren mir Zoom-Vorträge noch ganz neu und es ruckelte auch ein klein wenig technisch, aber zumindest sind die dort vorgestellten Fakten meines Wissens immer noch aktuell, auch wenn sie sich weiterentwickelt haben. Und wer sonst noch vielleicht ein bisschen zusätzliches Interesse hat, ich habe
beim NDR, bei dessen Internetredaktion eine Folge von 6 Beiträgen, die online stehen, beim NDR mitgemacht, wo ich Fragen von Zuhörern sehr kurz beantwortet habe. Und dieses Format der Öffentlichkeitsinformation fand ich insgesamt recht motivierend und ansprechend. Die folgenden Themen möchte ich jetzt im Rahmen dieses Vortrags besprechen und mit epidemiologischen Aspekten beginnen und am Schluss auch noch ein paar grundsätzlichere Gedanken mit einbringen, die auch für unsere Landespolitik, für die Bundespolitik und auch für den Umgang, für die Politik an einer Universität durchaus relevant sein können und auch für die Eigenschaften von uns als Wissenschaftler. Zuerst mal sind wir in der vorweihnachtlichen Zeit zu langsam angekommen und ich habe Ihnen hier einen Tannenzapfen mitgebracht. Tannenzapfen sind natürlich was ganz Tolles. Tannen gibt es in Schleswig-Holstein nicht ganz so viel, aber Tannenzapfenschuppen sind auch die Namensgeber eines tierischen Kollegen von uns, nämlich von Tieren, die auch Pangoline heißen oder auch Schuppentiere und dass die auch Tannenzapfentiere heißen und dass das so ähnlich aussieht wie ein Tannenzapfen, hat mich doch eigentlich ganz beeindruckt. Epidemiologisch, wo kommt es nun her? Der Ausgangspunkt liegt höchstwahrscheinlich in einem Lebendtier- und Fisch- und Seafood-Markt, wo eben in Wuhan hauptsächlich lebendige Tiere verkauft werden. Das ist sicher kulinarisch ein großer Vorteil, dass das eben nicht prozessierte Lebensmittel sind, sondern tatsächlich so frisch wie nur irgendwie denkbar. Allerdings eben auch mit gewissen mikrobiologischen, virologischen Risiken, die auch in der Vergangenheit schon zu größeren Problemen geführt haben. Und deshalb hat auch die chinesische Regierung im Rahmen der Epidemie und Pandemie die weitere Handhabung von Lebendtiermärkten untersagt. Eine gezielte Produktion dieses Virus in chinesischen Labors und Freisetzung wurde von bestimmten Personen als Hypothese formuliert. Natürlich ist es kaum möglich, das wissenschaftlich zu widerlegen und auszuschließen. Immerhin gab es auch hochrangige Bemühungen, das wissenschaftlich zumindest zu untermauern. Man kann zusammenfassen, dass diese Hypothese als Quelle extrem unwahrscheinlich ist. Und im Sinne der Vorlesungsserie von Herrn Bonitz liegt hier ein starker Verdacht auf Fake News vor und hier eben gezielt politisch positionierter Fake, der nicht unbedingt in das Spektrum der seriösen Politik gehört. Wahrscheinlich ist dieses Virus übergegangen von einer anderen Spezies auf den Menschen. Das ist grundsätzlich auch recht gut basiert und dazu gibt es eben auch weitere Daten. Nun wären wir eben bei den Pangolinen, die auch Tannenzapfentiere heißen. Die Identität mit dem SARS-Coronavirus Typ 2 liegt aber auf RNA-Ebene nur bei 90% und darum scheidet dieses Virus als echte Ursache eigentlich eindeutig aus. Weitere Untersuchungen bei Coronaviren von Fledermäusen haben gezeigt, dass es unter anderem in der Provinz Yunnan in China bei der Java-Hufeisennase einer Fledermaus ein Isolat gibt, was immerhin 96% Sequenzidentität mit SARS-Coronavirus Typ 2 gibt. Außerdem sind auch eine ganze Reihe von weiteren Fledermaus-Coronaviren nachgewiesen worden, bei denen die Identität in einem ähnlichen Rahmen zu SARS-CoV-2 vorliegt. Also wäre eigentlich die Erklärung, dass es sich um ein Fledermausvirus aus Ostasien, aber unklar, wo ganz genau geografisch handeln dürfte, sehr naheliegend. Eine sehr interessante Hypothese ist auch publiziert worden mit sehr interessanten wissenschaftlichen Daten dazu, da eben bestimmte Genombereiche des Pangolinvirus und des Fledermausvirus höhere Konservierungen aufweisen mit dem SARS-CoV-2, könnte es sich auch um ein Rekombinationsprodukt zwischen beiden Viren handeln. Und da sowohl Fledermäuse als auch Pangoline auf diesem
Lebendtiermarkt in Wuhan gehandelt wurden, wäre das eben auch eine Möglichkeit, dass es dort zu dieser neuen Kombination gekommen sein könnte. Das ist eine interessante Hypothese, die aber nur experimentell ganz gut illustriert worden ist, aber ein Beweis ist da weit davon entfernt. Die Marderhunde wurden auch diskutiert. Es hat sich aber eher herausgestellt, dass sie, wenn überhaupt, als Zwischenwirte in Frage kommen. Marderhunde werden meines Wissens nicht für kulinarische Zwecke eingesetzt, sondern zur Pelzgewinnung, ganz besonders in China. Die Marderhunde sind auch als Pelzfarmen in Europa freigekommen und die Marderhunde gehören mittlerweile auch zur zoologischen Gemeinschaft in Deutschland im Freien, genauso wie auch Zuchtnerze, die in Deutschland ja auch das Weite gesucht haben. Also ist es möglicherweise ein Zwischenwirt, wo dieses Fledermausvirus seinen Weg vielleicht über die Marderhunde und das Personal, was in der Pelzgewinnung tätig ist, vielleicht auf den Menschen übergegangen sein könnte. Infizierbar sind viele Spezies. Schon sehr früh in der Pandemie wurden Einzelfälle berichtet, dass hier ein Haushund, dort eine Hauskatze infiziert wurde. Dann kann ich mich auch an Bericht über einen Tiger in einem Zoo erinnern. Aber im sehr großen Maßstab ist es jetzt bei Nerzen beobachtet worden, und zwar den amerikanischen Nerzen. Die europäischen Nerze sind eine hoch bedrohte Spezies mit der höchsten Priorität geschützte Tiere. Aber die amerikanischen Nerze, die sogenannten Minks, die werden im großen Maßstab in der Massentierhaltung gezüchtet zur Pelzgewinnung. Das ethische Problem sehe ich hier hauptsächlich in der Grundfrage des Tierschutzes und ob denn Pelzmäntel tatsächlich heutzutage ethisch noch vertretbar sind. Dass das dann mit Massentierhaltung verbunden ist, unterscheidet es nicht unbedingt von der Nahrungsmittelindustrie, aber der Zweck, was Lebensmittel zu produzieren, ist zumindest ethisch nach meiner Ansicht wertvoller als eben die Produktion von Pelzmänteln. Diese Nerze, die amerikanischen Nerze, die Minks, sind eben auch breiten sich in der Umwelt aus und sind deshalb auch Konkurrenten um die gefährdeten europäischen Nerze. In den Niederlanden wurden schon erhebliche Keulungsaktionen gegen Nerze durchgeführt, weil eben Nerze sehr gut durch SARS-CoV-2 infizierbar sind. Und Dänemark, was wohl das Mekka der Pelzproduktion aus Nerzen darstellt, hat in diesen Tagen, soweit ich weiß, 9 Millionen Minks keulen lassen, weil eben über diesen Weg auch das Personal, die Tierpfleger hoch gefährdet sind und außerdem auch bei diesen Nerzen Mutationen im Virusgenom gefunden wurden, wo eben eine Verschlimmerung der Pathogenität nicht ausgeschlossen werden kann. Ich halte aber das, was bislang dazu über die Medien bekannt geworden ist, noch nicht für aussagekräftig, ob das eine ernsthafte Hypothese ist oder nur ein es könnte zusätzlich sein. Coronaviren gelten insgesamt als genetisch relativ stabil. Wenn man das vergleicht mit Influenzaviren, sind dort mehrere Größenordnungen an Unterschieden. Aber Coronaviren neigen auch zu Mutationen, besonders im Rahmen des Speziesübergangs. So wurde auch beim SARS-Coronavirus Typ 1 ein wesentlicher Unterschied berichtet, der eben die vorher bei Tieren vorkommenden SARS-Coronavirus Typ 1 Varianten von dem hochpathogenen Virus unterschieden haben. Was SARS-CoV-2 betrifft, sind zwar einige Mutationen wissenschaftlich höchstrangig publiziert worden als die Gefährdung der Menschheit. Tatsächlich habe ich aber bisher keinerlei Anhalt gefunden, dass derartige Mutationen sich auch wirklich weiter als relevant für die Pathogenität des Virus hätten bestätigen lassen. Da bin ich bei derartigen Berichten weiterhin sehr skeptisch und natürlich gespannt. Die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer als im Vergleich bei Grippeviren oder auch sonst gut bekannte Künstler der Mutationsraten wie HIV oder das Hepatitis-C-Virus sind hier ganz wesentlich variabler.
wo die Epidemie und die Pandemie sich verbreitet haben, haben wir ja seit Januar sehr ausführlich berichtet bekommen. Es begann mit einer sehr drastischen Ausbruchssituation in Wuhan. Wir haben das in den Medien miterlebt. Dieser drastische Effekt ist also dieses kleine Türmchen hier, was eigentlich schon fast im Nichts verschwindet und doch ausgehend von diesem kleinen violetten Balken hier im Februar hat sich die gesamte Pandemie entwickelt. Zunächst hatten wir einen wesentlichen Schwerpunkt in Europa, hier in dunkelgrün gezeigt, und schon sehr schnell begann es auch in Amerika. In Amerika haben wir eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung mit einem Schwerpunkt im Bereich von Juli und August, sodass jetzt eigentlich der Anteil Amerikas am Weltgeschehen gar nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Nach einer Zwischenphase, hier in Blau gezeigt, in Südostasien, ist nun Europa wieder an Nummer eins. Ein wichtiger Faktor ist hier aber auch, dass in etlichen Ländern Europas sehr fleißig getestet wird, dadurch hohe Fallzahlen zustande kommen, während in anderen Ländern eben häufig nur symptomatische Patienten überhaupt getestet werden und in finanziell nicht so gut ausgestatteten Staaten eben auch ein Test im großen Umfang, wie zum Beispiel in Afrika, kaum möglich ist. Da gibt es die besten Daten, wen wundert's, aus der Republik Südafrika. Ich habe hier die ganz aktuelle Situation in Schleswig-Holstein noch mitgebracht. Und seit einigen Wochen zentriert sich ja die Aufmerksamkeit auf die 7-Tages-Meldeinzidenzen, damit man eben nicht so von Variabilitäten von Tag zu Tag abhängig ist und dadurch auch Situationen, wo Meldungen noch nicht weitergereicht worden sind, der sogenannte Meldeverzug, da keine so große Rolle spielt. Wir haben hier links im Bereich von März und April die erste Welle, die dann durch die einschränkenden Maßnahmen doch erstaunlich schnell eingegrenzt werden konnte. Also schon Ende April war vergleichsweise nur noch sehr wenig los. Sie sehen dann in Violett Ausbrüche in mehreren Schlachthöfen in Schleswig-Holstein, die auch ausführlich durch die Presse gingen, in zwei verschiedenen Kreisen. Und dann war doch erstaunlich lang im Sommer wenig los. Teilweise lässt sich das auf die einschränkenden Maßnahmen im Frühling zurückführen. Andererseits scheint aber tatsächlich auch der Sommer mit seinen höheren Temperaturen hier einen gewissen nützlichen Effekt gehabt zu haben. Und kaum war der Sommer vorbei neigte sich der Sommer dem Ende zu. Und viele Schleswig-Holsteiner, vor allem jüngeren Alters, neigten sich da vor allem in südliche Gefilde, heute sogenannte Risikogebiete, und haben dann sehr eifrig die Viren mit nach Schleswig-Holstein gebracht. Das konnte noch relativ lange Zeit ganz gut in Griff gehalten werden. Aber wie Sie sehen, ab Oktober nahmen die Fallzahlen ganz drastisch zu, bis jetzt eben dann endlich stärker einschränkende Maßnahmen ergriffen wurden. Und die waren vor allem deshalb notwendig, weil wir in Bundesländern wie Bremen oder Berlin mittlerweile gigantische Fallzahlen erreicht haben, die das, was in Schleswig-Holstein beobachtet wird, schon um ein Vielfaches übertroffen haben. Und wenn Sie an die Partykultur in manchen Gegenden Berlins denken, dann ist es eben ohne eine generelle Einschränkung der Gastronomie absolut unrealistisch, was zu erreichen. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jetzt schon seit einigen Tagen, wie man hier ganz recht an der roten Kurve sieht, eine Stagnation dieser gewaltigen Zunahme beobachten. Das ist noch heterogen. Zum Beispiel gibt es ganz oben derzeit mehrere Häufungen oder Ausbrüche in Nordfriesland, in entsprechenden Heimen und Unterkünften mit Betreuung. Das ist aber ein recht regionales und lokales Geschehen, wo die Gesundheitsämter sehr gut dran sind, das zu kontrollieren. Und in vielen anderen Landesteilen, Landkreisen sehen wir hier schon recht stabile Verhältnisse und in der Gesamtsumme sogar schon einen kleinen
Abfall. Das kann aber auch beeinflusst sein durch den derzeitigen diagnostischen Stau, weil besonders viele Wünsche auf Diagnostik geäußert werden, die durch die entsprechenden sehr, sehr großen Labors aktuell nicht komplett befriedigt werden können. Also verhaltener Grund für einen gewissen Optimismus. Die einschränkenden Maßnahmen sind auf einen Monat begrenzt worden und ich halte es sehr für unwahrscheinlich, dass in einem Monat die Situation sich schon grundsätzlich geändert haben wird. Über die Letalität gab es viele Diskussionen. Ich möchte noch daran erinnern, dass man zwischen Letalität und Mortalität unterscheidet. Die Mortalität bezeichnet die Sterblichkeit in der Gesamtbevölkerung an allen Gründen, an denen man eben sterben kann, alle Erreger, alle Krankheiten. Dagegen die Letalität ist die Sterblichkeit aufgrund dieser spezifischen Ursache, in diesem Fall der Infektion mit SARS-CoV-2 und eben der Erkrankung COVID-19. In vielen Ländern wurde eine extrem hohe Letalität beobachtet, auch initial ja schon in China. Und die Medienberichte aus Spanien, aus Italien, aus New York sind uns sicherlich ja noch in Erinnerung. Und die Letalität hat ein besonders hohes Ausmaß, wenn die Intensivstationen voll sind. Das ist einer der großen Gründe, weshalb Deutschland und auch Schleswig-Holstein bisher gut damit zurechtgekommen sind, weil die deutschen Intensivkapazitäten wesentlich größer sind als in anderen europäischen Ländern. Und hier ist dieser Vorsprung tatsächlich eine recht gute Versicherung. Das erlaubt aber nicht, wie Herr Gassen kürzlich behauptet hat, lasst die Epidemie laufen, schützt nur die vulnerablen Gruppen und ansonsten ist es irrelevant. Wenn dann eben in Hochepidemiegebieten wie in Berlin oder in Hamburg die Krankenhäuser überlaufen und keine Intensivkapazität mehr verfügbar ist, dann träfe es zum Beispiel Schleswig-Holstein genauso. Hier ist ein deutlicher Gedankenfehler, Logikfehler passiert. In Schleswig-Holstein hatten wir in der ersten Phase eine Letalität von 4,6%. Diesen Messwert kann man natürlich kritisieren, weil die Testfrequenz damals noch deutlich niedriger ist. Seither hatten wir über den Sommer eine Letalität von 0,5%. Aber seitdem die Inzidenzraten auch in Schleswig-Holstein sehr stark angestiegen sind, hat auch die Anzahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern und in Intensivtherapie deutlich zugenommen. Das heißt, mit der Verzögerung von mehreren Wochen ist hier noch eine sehr deutliche weitere Steigerung zu erwarten. Gründe, weshalb die Letalität so relativ niedrig liegt im Sommer und in der zweiten Welle bisher, liegt daran, dass wesentlich mehr Personen getestet wurden, dadurch auch mehr asymptomatisch infizierte Personen erfasst wurden. Die bessere medikamentöse Therapie ist ein wesentlicher Grund für die niedrigere Letalität. Dann eben, wie schon ausgeführt, die größere Anzahl von Intensivtherapieplätzen. Hier muss man aber auch noch umdenken. Es sind nicht die Plätze, wo ein Intensivbett steht und ein Beatmungsgerät. Man braucht auch Personal dazu. Und das hat man jetzt kürzlich in Belgien sehr deutlich gesehen, dass das Personal hier sehr schnell sehr knapp werden kann. Und in Belgien müssen jetzt auch Personen, die asymptomatisch oder mild symptomatisch mit Coronavirus infiziert sind, trotzdem in der Intensivtherapie weiterarbeiten. Und ob das dann zu weiteren Infektionen führt, ist natürlich auch sehr, sehr spannend. Bei den reisefreudigen Personen im letzten Sommer und Frühherbst war der Anteil an jüngeren Personen besonders hoch und die hochbetagten Personen und die Personen mit Grunderkrankungen haben sich hier ziemlich rausgehalten. Entsprechend ist jetzt auch über längere Zeit im Sommer der Anteil der infizierten älteren Personen sehr gering gewesen. Aber das hat sich in den letzten Monaten sehr stark geändert. Und es gibt jetzt auch eben wieder die ersten Berichte über Ausbrüche in Altersheimen, wo die Letalität drastisch zunehmen kann, wie auch wissenschaftlich mittlerweile eindeutig gezeigt worden ist. Ein Problem für die Pandemiepolitik, wie man da begründen kann,
die Wichtigkeit begründen kann, liegt in Auswertungen, die durch die WHO und zum Teil auch für die WHO durchgeführt worden sind. Das ist eine epidemiologische Situation, die auch sonst ja bekannt ist. In unseren sogenannten westlichen Ländern, das gilt auch genauso für Japan, haben wir eine Überalterung der Gesellschaft und einen großen Anteil von älteren und auch sehr alten Personen, die eben wesentlich stärker hier gefährdet sind. Dagegen haben wir in vielen bevölkerungsreichen Ländern näher am Äquator, ganz besonders auch, wäre vielleicht hier Indien zu nennen, eine immens große Bevölkerung mit einem sehr niedrigen Altersdurchschnitt. Und drum ist kein Wunder, dass die WHO von sehr niedrigen globalen Letalitäten berichtet, während das eben individuell für definierte Länder in bestimmten Regionen eben ganz anders aussehen kann. Und der Schutz der vulnerablen Gruppe, der hochbetagten Personen, genauso wie der Personen mit prädisponierenden Vorerkrankungen, ist ethisch ein Zwang, um den wir nicht drumherum kommen können. Und wenn Personen behaupten, lasst sie doch sterben, die haben lang genug gelebt, dann kriege ich da aus meiner ärztlichen Sicht der Angelegenheit große Probleme damit und muss mich dann auch mal immer wieder mal in der Öffentlichkeit aufregen über Leute, die sowas behaupten. Das ist dann immer relativ schwer für mich, mich dann wieder einzufangen. Aus dieser Arbeit hier, die noch recht frisch ist und erst vor wenigen Tagen aktualisiert publiziert wurde, wird eindeutig gezeigt, dass die Letalität im Vergleich zu Autounfällen und anderen Unfällen in England und USA durch die Krankheit Covid-19 ganz massiv erhöht ist und dass das Ganze sehr, sehr stark altersabhängig ist. Bei den Autounfällen ist es auch altersabhängig, aber in einem sehr beschränkten Maße. Bloß wenn Sie hier die Personen ab 85 Jahre anschauen, in der untersten Zeile, dann haben wir hier einen Wert von 28,3%. Und da sind wir schon in einem Bereich, wie er eigentlich selten in der Medizin zu sehen ist. Natürlich ist Ebola-Virus noch wesentlich gefährlicher, aber wir haben hier wirklich mit einem großen Problem zu tun, was die jüngeren Altersgruppen im Bereich, so wie Sie hier sehen, bis 45 Jahre eigentlich gar nicht betrifft. Daraus schließt man dann manchmal, dass ja die Jüngeren gar nicht gefährdet seien. Trotzdem gibt es genug Einzelfallberichte über gesunde jüngere Personen, ja auch über gesunde junge, sogar junge Kinder, auch im sehr jungen Alter, die an der Covid-19-Krankheit ganz ohne prädisponierende Faktoren in kurzer Zeit verstorben sind. Zu den Schutzmaßnahmen ist zuerst ja dieses ganz wesentliche Grundprinzip, dass man versuchen muss, die Pandemie in ihrem Verlauf zu bremsen. Das ist auch erstaunlich gut gelungen. Und auch im internationalen Vergleich, den ich vorhin vorgestellt habe, gehen die Kurven ja verlaufen relativ flach. Also dieses ist bisher weitestgehend gelungen. Bei einer flachen Kurve bleiben die medizinischen Strukturen eben funktionell, sind nicht überlastet und entsprechend ist hier eben nicht mit dieser besonders hohen Letalität zu rechnen, wie sie unter anderem initial in Wuhan beobachtet wurde. Wer muss nun geschützt werden? Es sind ältere Personen und je nach Quelle wird ab dem 60. Lebensjahr gerechnet oder auch in manchen Quellen erst ab dem 70. Andere fangen schon mit 50 an. Also das ist flexibel, aber man ist auch nicht unbedingt so alt, wie man Jahre zählt, sondern gibt auch noch wesentlich relevante andere Gründe. Unter anderem ist es eben die körperliche Aktivität und eben die Freiheit von sonstigen Symptomatiken und Grunderkrankungen. Und darum ist da die Grenze 60 sicherlich nicht so ganz strikt zu sehen. Und auch bei chronischen Vorerkrankungen gibt es große Unterschiede. Die Immunsuppression ist sicher ein ganz wesentlicher Unterschied oder ein ganz wesentlicher Faktor. Herzerkrankungen werden ganz häufig als
prädestinierende Zustände genannt. Aber man muss umgekehrt auch sagen, dass Herzerkrankungen auch bei nicht-Covid-infizierten Personen natürlich sehr häufig sind. Insofern ist das statistisch auch zu erwarten. Tumorpatienten gehören natürlich auch dazu, aber Personen, die vor 10 Jahren vielleicht ein Mammakarzinom erfolgreich überstanden haben, dürften heutzutage eher kein erhöhtes Risiko mehr haben. Wie kann man schützen? Das ist ausführlichst breitgetreten worden. Ich glaube, ich muss hier nur AHL sagen und alle wissen schon, was gemeint ist. Der Begriff Maske ist dann aber doch auch wieder vieldeutig. Der Kölner Karneval war nicht so richtig damit gemeint und die Marktaufsicht auf dem Kieler Wochenmarkt kam auch vor einer Weile in Gorilla-Verkleidung. Auch das ist eine Maske, aber nicht als Schutzmaske, das ist so naheliegend. Und die verschiedenen Masken, die hier diskutiert werden, lohnt sich, glaube ich, doch noch kurz anzusprechen. Die Mund-Nasen-Bedeckungen werden auch als Alltagsmasken bezeichnet und da reicht eben alles Mögliche, was man sich selber schneidert oder sonst ohnehin schon hat. Und die Funktionalität dieser Masken ist viel besser, als man zu Beginn der Pandemie annahm, zumindest in Europa annahm. In Ostasien war das schon seit langer Zeit etabliert. Dagegen, als ich mal bei einer Erkältung vor 2 Jahren in Kiel mit Mund-Nasen-Schutz rumlief, haben mich alle angestarrt, als sei ich von einem anderen Stern. Diese Grundsicht hat sich zumindest verbessert und man hat jetzt ja auch in vielen westlichen Ländern recht eindrücklich zeigen können, dass selbst der Gebrauch von Alltagsmasken das Risiko sehr, sehr deutlich reduziert. Die Einschränkung durch Alltagsmasken ist natürlich erheblich. Ich finde es auch betont lästig. Aber es ist was man aushalten kann, was aus juristischer Sicht keine schwere Beeinträchtigung der Grundrechte darstellt und was auch aus medizinischer Sicht eher nicht dazu beiträgt, die Lungenfunktion zu beeinträchtigen. Es gibt da eine Reihe von Studien, dass sich tatsächlich die Lungenparameter ob mit oder ohne Alltagsmaske, gar nicht relevant verändern, obwohl man das tatsächlich befürchtet hat. Dasselbe gilt auch für den medizinischen Mund-Nasen-Schutz und sogar auch für die FFP-Masken, bei denen ich selber es sehr beschwerlich finde, zu atmen. Und Leute, die eine Lungenerkrankung haben, haben das sicher subjektiv noch zusätzliche Eindrücke, die sich aber in größeren Studien nicht als medizinisch richtig relevant haben spezifizieren lassen. Der Mund-Nasen-Schutz aus der Medizin, der früher immer chirurgischer Mund-Nasen-Schutz hieß und jetzt auch häufig als medizinischer Mund-Nasen-Schutz bezeichnet wird, der ist im medizinischen Umfeld jetzt grundsätzlich notwendig und da muss man eine hohe Disziplin etablieren. Bei Chirurgen und Anästhesisten ist diese Disziplin ja schon lange Zeit etabliert und die anderen medizinischen Fächer haben es mittlerweile auch gelernt. Die Abkürzung lautet Mund-Nasen-Schutz, der in Schleswig-Holstein allerdings immer wieder mal irrtümlich mit NMS abgekürzt wird. Ich darf daran erinnern, das ist das Autokennzeichen von Neumünster, das ist was anderes. Der Mund-Nasen-Schutz bleibt bei MNS. FFP finden viele Leute ganz toll, man denkt, das ist was ganz Beeindruckendes. Und was mag wohl diese magische Bezeichnung bedeuten? Face Filtering Pieces ist dann doch einigermaßen sehr trivial und keine literarische Höchstleistung. Und das ist primär für den Arbeitsschutz beim Umgang mit infizierten Patienten, die eben mit Erregern von Atemwegsinfektionen belastet sind und diese Erreger freisetzen, eben Vorschrift. Diese Vorschrift besteht schon lange, wurde allerdings nicht immer so richtig ernst genommen. Jetzt hat sich die Disziplin massiv verbessert und bei besonders risikoreichen Situationen wie eine Bronchoskopie durchführen oder eine Intubation durchführen, dort wäre eben eine sogenannte FFP3-Maske für das medizinische Personal im engen Kontakt mit dem Patienten notwendig, aber für Normalbürger sind die FFP3-Masken definitiv viel zu hoch gegriffen und auch auf
ob die FFP2-Masken hier wirklich für Normalbürger einen echten Vorteil haben, ist sehr umstritten. Derzeit wird vor allem diskutiert, ob sie im Kontakt mit nicht infizierten Risikopatienten gerade in Altersheimen intensiviert werden sollen. Und das ist derzeit eine spannende Diskussion, wo immerhin zu den grundsätzlichen empirischen Gedanken, die eben nur auf Einzelfällen beruhen, jetzt auch wissenschaftliche Argumente immer deutlicher werden. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das demnächst in den entsprechenden Empfehlungen äußern wird. Vorsicht muss berücksichtigt werden bei den FFP-Masken mit Ventil. Die sind gedacht, dass gefährdete Patienten, die schlecht atmen können, ihre Atemluft leichter rauskriegen. Aber das gibt dann keinen Schutz für das Gegenüber. Und die Personen ohne schwere Lungenerkrankung, die keine Atemprobleme haben, wenn die FFP-Masken mit Ventil nutzen, dann sind sie unsolidarisch und untergraben letztendlich den gemeinsamen Schutz, dass eben beide Partner im Kontakt auf Distanz eben Masken tragen und so das Risiko nochmal sehr, sehr stark reduzieren. Die Herdenimmunität. Der Begriff ist plötzlich wieder auferstanden, nachdem er mühsam seit Jahren abgeschafft worden war. Der seriöse Begriff dazu ist die Gemeinschaftsimmunität, denn manche Leute behaupten immerhin, dass ein Unterschied zwischen Menschen und Schafen existiert. Es gibt ja auch Leute, die meinen, dass auch zwischen Menschen und Schweinen kein Unterschied sei. Aber der Begriff Gemeinschaftsimmunität trifft den Sachverhalt meiner Meinung nach definitiv noch wesentlich besser. Vor einigen Monaten wurde ja der R-Wert als die Weisheit der Pandemie sehr verehrt. Nachdem der R-Wert im Verlauf der Pandemie aber von Schätzungen, von Prognosen abhängig ist, die einer aufwendigen statistischen Betrachtung bedürfen, wenn sie irgendwie aussagekräftig sein wollen, ist man zum Glück vom R-Wert ziemlich abgekommen. Der R0-Wert zu Beginn der Pandemie war in ganz unterschiedlichen Staaten in der Größenordnung von 3. Das heißt, jede infizierte Person hat ungefähr 3 andere Personen angesteckt. Und man weiß von vielen unterschiedlichen Erregern diese R0-Werte und kann deshalb aus Analogie daraus schließen, dass ungefähr 65% der Bevölkerung durchinfiziert oder geimpft sein müssten, eine adäquate Immunität entwickelt haben müssten, um die Pandemie insgesamt in der Gesellschaft zu überwinden. Von diesen 65% sind wir sehr, sehr weit entfernt. Die Immunitätsrate in der Bevölkerung zu bestimmen, ist aber insgesamt sehr, sehr schwierig, zumal es gar nicht so selten Personen gibt, die die Infektion durchgemacht haben, aber hinterher keine Antikörper entwickeln oder nur sehr flüchtige Antikörpertiter aufbauen. Ob sich das auch auf der T-Zell-Immunität so darstellen wird, ist bisher noch nicht ganz so gut bekannt. Nachdem die Methoden noch deutlich aufwendiger sind, sind dann noch nicht so große Serien untersucht. Manche Personen meinten anhand dieses Graphen, den ich vorhin gezeigt habe, dass man den Verlauf der Pandemie ja steuern kann, dass man auch eben die Pandemie so weit steuern kann, dass die vulnerablen Gruppen geschützt werden könnten. Und bis vor kurzem haben wir noch behauptet, Deutschland hat das im Griff, Deutschland ist nicht stark getroffen, wir haben keine zweite Welle, nur eine kleine zweite Phase, ist alles nicht so schlimm. Und in dieser Zuversicht hat man dann die massiven Zuwächse in einer ganzen Reihe von Bundesländern und die exponentielle Zunahme nicht so richtig wahrgenommen. Frau Merkel war eine der Ersten, die darauf hingewiesen hat, was passiert, wenn man nicht einschreitet und was das zum Beispiel für Weihnachten bedeutet. Und dieses notorische daran erinnern war sehr nützlich. Von daher war es im großen Teil der Bevölkerung sehr plausibel, dass einschränkende Maßnahmen jetzt dringend notwendig waren. Der Lockdown wäre meiner Meinung nach in Deutschland völlig undenkbar gewesen, ohne das Vorbild Chinas, wo eben lokal sehr rasch und sehr erfolgreich die Epidemie eingegrenzt und tatsächlich völlig kontrolliert wurde.
Und aus China gibt es sehr seriöse Berichte, dass dort derzeit so gut wie keine Infektionsfälle zu finden sind. Das ist unter recht rigorosen Maßnahmen durchgeführt worden, wie sie in Deutschland und Europa aus meiner Sicht gar nicht denkbar sind. Aber dass es so weit wie im Frühling mit Schließung der Grenzen, mit einem in manchen Regionen Deutschlands sogar mit einer Ausgangssperre sich entwickeln würde, hätte ich für völlig ausgeschlossen gehalten und hätte auch nicht gedacht, dass das auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes rechtlich auch möglich ist. Tatsächlich war der Lockdown in China eine wesentliche Entscheidungsgrundlage in Deutschland, denn eine WHO-Kommission, eine sehr hochrangige, sehr große Kommission, ist im Frühling nach Wuhan gereist, hat sich dort sehr detailliert lokal informiert, war auch in anderen betroffenen Städten und auch das Robert-Koch-Institut war an dieser Kommission beteiligt, wie viele andere nationale Einrichtungen in ganz unterschiedlichen Ländern. Und dieser Bericht dieser Kommission ist eine sehr wertvolle Entscheidungsgrundlage gewesen. Es gibt aber nicht den Lockdown, es gibt viele unterschiedliche Varianten. Es ist ein ganz komplexes Maßnahmenbündel. Und wie weit diese Einzelmaßnahmen nun sinnvoll sind oder nicht, hat man zumindest weiter beobachtet und zum Teil sogar wissenschaftliche Daten dabei schon generieren können. Die Grenzschließung schien dann nicht unbedingt so der massive Faktor zu sein, aber völlig klar ist, dass das Virus zunächst per Flugzeug gereist ist und insofern Einreisebeschränkungen und die Vermeidung privater Reisen einen ganz wesentlichen Faktor darstellt. Und da war offenbar die Politik im Sommer dieses Jahres doch zu locker. Die Schließung der Kindergärten und der Schulen war sehr rigoros im Frühling. Mittlerweile ist man hier schlauer geworden. Kinder können zwar mit diesem Virus infiziert werden, aber Kinder verbreiten zum Glück dieses Virus wesentlich weniger intensiv, als das bei Erwachsenen der Fall ist. Deshalb werden ja derzeit die Kindergärten und Schulen auch offen gelassen. Der Nutzen davon ist meiner Ansicht sehr groß, weil einfach dadurch auch die Entlastung der Familien ganz beträchtlich ist, auch Kinder nicht so ganz groß den Pandemie-Koller kriegen, obwohl das schlimm genug ist. Und wenn ab und zu eine Klasse, ein Klassenverband oder vielleicht auch eine ganze Schule geschlossen wird, ist das ein lokales Problem, aber eben nicht ein generelles Problem in allen Städten, in allen Bundesländern oder eben letztendlich dann ja auch jeder einzelnen Familie. Und insofern haben wir hier deutlich dazugelernt. Beim Handel haben wir auch ein bisschen dazugelernt. Bei der Gastronomie ist die Situation aber insgesamt sehr schwer zu beurteilen. Ich kann die Beschwerden sozusagen der schleswig-holsteinischen Gastronomie ganz gut verstehen. Wenn es um vielleicht etwas teurere Restaurants geht, die sehr viel etabliert haben in Distanz und in Barrieren, dort sehe ich auch kein Risiko. Aber wenn ich mir dann eben die Partymeilen in Berlin angucke, wo eine Kneipe nach der nächsten ist, da heißt es dann natürlich offiziell, alles es sei Restaurant, aber da gibt es genug Aspekte, wo es mit der Distanz und den Schutzmaßnahmen sehr schlecht aussieht. Und bei einer dermaßen immens hohen Inzidenz wäre es ohne ausgiebige, weitgreifende Maßnahmen sicher nicht möglich gewesen, was zu erreichen. Und in Berlin beobachtet man auch schon eine Stagnation der Entwicklung der Fallzahlen. Also das extrem hohe Tempo der letzten Monate ist deutlich abgebremst worden. Die Beschränkung von Treffen im Privaten und in der Öffentlichkeit, das ist tatsächlich eine sehr eingreifende Maßnahme, die im Privaten ja eigentlich auch kaum überwachbar ist. Aber wenn dann aus dem privaten Bereich ein größerer Ausbruch entsteht und nachgewiesen werden kann, dass hier die Regeln missachtet wurden, dann hat das eben auch haftungsrechtliche und möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen. Darum ist unbedingt anzuraten, es auch einzuhalten. Die Mund-Nasen-Bedeckung im öffentlichen Raum ist hochwirksam in geschlossenen Räumen.
Im Freien ist das Ganze gar nicht so einfach zu bewerten, wie nun die Situation zwischen Dreiecksplatz und Holtenau aussieht, kann man sicher munter drüber streiten, aber jede Gemeinde muss sich eben da für eine Variante entscheiden. Und zum Beispiel ist aus Bundesliga-Stadien eindeutig nachgewiesen worden, dass im Freien die Übertragung sehr wohl möglich ist und die Überfüllung von Strandorten in Schleswig-Holstein in diesem Sommer war zumindest eine hochgefährliche Angelegenheit, bei der eine epidemiologische Auswertung so gut wie nicht möglich ist. Aktuell ist ja eine Modifikation der Regeln des Frühjahrs verwendet worden, die sicher in vielen Hinsichten noch diskussionswürdig ist. Auch die Gerichte werden sich hier sicher noch einbringen. Und deshalb ist ja auch eine Begrenzung auf 4 Wochen umgesetzt worden, weil es sonst verfassungsrechtlich ja auch kaum möglich wäre. Es muss regelmäßig kontrolliert und modifiziert werden. Und aufgrund neuer Erkenntnisse kann eben sein, dass sich diese Regeln noch deutlich ändern. Meine Prognose ist, dass wir bis in den Frühling deutliche Einschränkungen werden ertragen müssen. Und die Chancen sind gut, dass wir im kommenden Frühsommer schon eine deutliche Entspannung erleben werden, die möglicherweise den Bedingungen dieses Sommers ähneln. Aber möglicherweise wird man den Tourismus etwas stärker einschränken müssen, als im laufenden Jahr es üblich war. Ob dann im Winter des folgenden Jahres die Situation schon entspannter sein wird, kann man nicht recht vorhersagen. Es kommt eben da auch sehr auf die Entwicklung der Impfstrategien an. Zur Diagnostik ist weiterhin reverse Transkriptase, PCR zum Nachweis der viralen RNA, der Goldstandard. Das braucht man zur Klärung des Infektionsverdachtes. Da ist es nicht mit anderen Methoden ersetzbar. Es kommt auf die professionelle Probennahme tief aus der Nase und dem Rachen an. Eine Eigenprobengewinnung ist nicht möglich, würde ich mir auch selbst nicht zutrauen. Und Wangenabstriche wie im Krimi sind dafür bisher nicht geeignet. Dazu müssten die Studien eben erst durchgeführt werden, dass andere Materialien eine ähnlich gute Qualität haben. Die bisherigen Studien zeigen, dass ein großer Unterschied besteht. Massentestungen haben sich nicht als sinnvoll dargestellt. Das heißt, Testungen bei einem klinischen Verdacht sind sinnvoll. Die grundsätzlichen Reagenzien, die man für PCRs braucht, sind seit vielen Monaten recht schwer erhältlich. Und die Industrie tut sich hier schwer, die Produktion noch weiter gewaltig hochzufahren, weil sie schon extrem hochgefahren worden ist. Eine gezielte Diagnostik ist hier zu bevorzugen und die Testung sämtlicher aus dem Ausland einreisender Personen ist nicht sinnvoll. Nachdem jetzt eine Überlastung vorliegt, wird nach der Bundesteststrategie priorisiert und das heißt, Einreisende aus dem Ausland werden nicht mehr getestet. Die sind in der Priorität ganz unten und die Priorität liegt eben bei Personen mit Infektionsverdacht und bei Kontaktpersonen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung. Das wirksame Mittel zur Eingrenzung von Ausbrüchen. Die Antigen-Schnellteste sind seit kurzem jetzt verfügbar, aber immer noch sehr begrenzt verfügbar. Herr Spahn hat sich hier ganz besonders als Werbemedium eingesetzt unter Missachtung der entsprechenden wissenschaftlichen Daten dazu. Auch da muss er vermutlich noch ein Stückchen lernen. Es gibt viele Produkte auf dem Markt. Gesetzlich wurde jetzt geregelt, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel hier den Hut auf hat und entsprechend nur validierte Teste zulässt. Aus Zeitgründen hat man aber die Validierung lieber mal hinten angestellt und jetzt nur aufgrund der Herstellerangaben eine Listung durchgeführt und alle Produkte, die erträgliche Herstellerangaben haben, wurden hier jetzt zur Verfügung gestellt. Und da sind seriöse Firmen drauf auf dieser Liste, da sind aber auch Firmen drauf, von denen man noch nie was gehört hat. Es kann sich bei zum Beispiel chinesischen Unternehmen hier vielleicht auch um höchst seriöse Unternehmen handeln, aber es gibt auch Unternehmen, die sehr
exotische Bezeichnungen haben, die mit Diagnostik gar nichts zu tun haben. Das ist eine sehr interessante Situation und ist sehr spannend, wann das BfArM seiner Verpflichtung nachkommt, hier eine zusätzliche Validierung durchzuführen. Und da ist zu erwarten, dass viele Produkte aus dieser Liste wieder rausfallen. Diese Qualitätsunterschiede sind geradezu exorbitant und man kann sie wirklich nicht direkt vergleichen. Die sind sinnvoll bei Situationen ohne Krankheitsverdacht, zum Beispiel bei, soll das heißen, Personal oder auch bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen, um eben immer wieder zu gucken, haben wir womöglich ein Problem, was noch nicht erkannt worden ist. Und dann muss jedes positive Ergebnis durch PCR bestätigt werden. Zusätzlich können hier auch falsch-negative Ergebnisse auftauchen und in diesem Zusammenhang könnten dann Infektionen oder auch Infektionsketten völlig übersehen werden. Drum hat der Einsatz der Antigen-Schnellteste auch eine gewisse Gefährdung und die Vor- und Nachteile dieser Methodik und auch die ausreichende Produktion muss man jetzt zuerst mal abwarten. Antikörperteste sind mittlerweile in einer großen Anzahl verfügbar. Die Zahl der Produkte wächst. Die Ergebnisse sind nur sehr begrenzt übereinstimmend und wirklich nicht alle Patienten entwickeln eine messbare Antikörperantwort. Und die Antikörperantwort ist häufig schwach und flüchtig und nach wenigen Wochen schon sehr stark abgesunken. Die üblichen Testsysteme, hauptsächlich ELISAs in unterschiedlichen Testformaten, erlauben keine Aussage bisher über den Schutz und Personen, die die Infektion schon sogar symptomatisch durchgemacht haben, haben nachgewiesenermaßen in etlichen Fällen auch eine erneute Infektion durchgemacht. Insofern ist die Prognose hinsichtlich des Impfschutzes auch noch sehr spannend. Neutralisationsteste sind eine Möglichkeit, den Schutz in Zellkultur und zu untersuchen, das heißt den Schutz vor einer Virusinfektion. Das sind sehr aufwendige Testungen, mit denen man keine sehr großen Serien durchführen kann. Mittlerweile gibt es eine ganze Reihe von Publikationen, auch aus meinem Institut dazu. Mitarbeiter haben eben den Neutralisationstest etabliert und es mit einer ganzen Reihe diagnostischer Verfahren verglichen. Und da ist dann der Enthusiasmus auf den Coronavirus-Pass, wie auch Herr Spahn schon mal vorgeschlagen hat, nicht unbedingt in der nächsten Zeit aussichtsreich. Die Differentialdiagnostik ist auch ganz wesentlich. Ein milder Schnupfen ist kein Grund für eine Krankschreibung nach den Grundsätzen der Kassenärztlichen Vereinigung und des Gemeinsamen Bundesausschusses. Dennoch wird derzeit nach meinem Eindruck jeder, der meint, ich könnte Corona haben, auch tatsächlich krankgeschrieben. Und jemand mit Schnupfen ist einfach sozial unverträglich und wird vom Arbeitsplatz eher nach Hause abgedrängt. Die typischen Covid-Symptome in der Frühphase der Erkrankung sind aber nicht so sehr Schnupfen. Das Wichtige ist Fieber und trockener Husten. Schnupfen kann dazukommen. Und bei Personen, die eben Fieber und trockenen Husten haben, dort ist die SARS-CoV-Diagnostik durch PCR eben unbedingt angeraten oder notwendig. Aktuell zirkulieren Rhinoviren oder Entroviren. Das sind nackte RNA-Viren ohne Hülle, die wesentlich stabiler sind. Und darum können sie auch unter Distanzierungsbedingungen und besonders in Kindergärten und in Grundschulen eben sich sehr, sehr gut verbreiten. Unter den aktuellen Bedingungen werden dann diese Personen schönartig zu Hause gehalten und deshalb ist das Ausmaß insgesamt noch in einem erträglichen Umfang. Ab dem Jahresbeginn 2021 wird die Grippesaison erwartet. Wie das konkret aussehen wird, ist aber noch sehr spannend, denn die Grippesaison in der Südhalbkugel hat nicht stattgefunden. Die Distanzierung und die Lockdown-Maßnahmen haben da global, was den Süden betrifft, dazu geführt, dass die Grippe nicht stattgefunden hat. Und auch bei uns ist die Grippesaison auch schon öfter mal ausgefallen. Ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass wir das hatten. Aktuell gibt es wenige sporadische Fälle in Südostasien und auch wenige Fälle in Europa.
In Schleswig-Holstein haben wir seit Juli insgesamt 6 Grippemeldungen bekommen, wovon mehrere nicht plausibel sind. Und insgesamt bei Testungen ohne Anwesenheit des Erregers ja auch falsch positive Testergebnisse statistisch zu erwarten sind. Möglicherweise fällt bei uns die Grippesaison auch aus, aber möglicherweise nicht. Die Prognose ist nicht zu treffen und deshalb gilt der Grundsatz der Ständigen Impfkommission, dass der Impfschutz der vulnerablen Gruppen, der älteren Personen absolut wichtig ist, was die Grippe betrifft. Denn wenn wir das klinische Problem der Grippe so weit minimieren wie möglich ist, dann können wir uns eben besser auf das Problem von SARS-Coronavirus und Covid konzentrieren und die klinischen Möglichkeiten, die Krankenhausbetten dafür nutzen. Aktuell ist auch die Vogelgrippe in Deutschland ausgebrochen, an mehreren Stellen Norddeutschlands. Das betrifft aber tatsächlich nur das Geflügel. Diese Viren, die da beobachtet wurden, waren bisher nicht in der Lage, Menschen zu infizieren. Die sehr gute Nachricht ist, dass sehr viele Impfstoffe in der Pipeline sind. Das sind mehrere hundert von Initiativen, die weltweit am Laufen sind. Auch in Deutschland gibt es mehrere hochrangige derartige Aktivitäten. Phase-3-Studien sind in Europa in dieser Hinsicht absolut notwendig. Da werden die Behörden keine Ausnahmen machen. Russland liegt zwar auch in Europa, aber dort sind eben die Regeln der Europäischen Union nicht anwendbar. Aber auch Phase-3-Studien sind bezüglich der Wirksamkeit nicht so richtig aussagekräftig. Phase-3-Studien haben wenige tausend Teilnehmer und wenn es hochkommt, geht das in die Größenordnung von 10.000 Teilnehmern. Aber dass man in dieser Personengruppe dann auch eine größere Anzahl von Infektionsereignissen in der Kontrollgruppe beobachtet, ist trotzdem relativ unwahrscheinlich und darum müssen diese Phasen auch fortgeführt werden, bis eine gewisse Schwelle an Unterschieden in diesen beiden Gruppen auch wirklich nachweisbar ist. Das bedeutet, dass die Phase-3-Studie bezüglich der Wirksamkeit der Impfstoffe nur eine sehr schwache Aussage erlaubt. Das wird man erst in der direkten Anwendung beurteilen können. In England ist man nun ethisch etwas pragmatischer und plant tatsächlich größere Impfstudien bei Personen, die gezielt mit SARS-Coronavirus Typ 2 infiziert werden. Von einer Impfgruppe und einer Kontrollgruppe. Und damit kann man dann natürlich experimentell die Wirksamkeit sehr, sehr gut nachweisen. Das wäre grundsätzlich ein sehr sinnvolles Experiment, aber aus ethischen Überlegungen nach den gültigen Standards eigentlich auch in Europa, und ich zähle hier England trotzdem stur noch zu Europa, absolut inakzeptabel. Und das ist auch ein weltweit sehr ausgeprägter Konsens. Insofern bin ich sehr gespannt, ob sich diese Idee durchsetzt. Umgekehrt weiß man aber ja, dass die schweren Erkrankungen bei jüngeren Erwachsenen nur sehr, sehr selten schwere Verläufe nur selten vorkommen. Das ist ein statistischer Grund. Umgekehrt ist aber auch definitiv klar, dass nicht vorerkrankte junge Personen auch an dieser Infektion versterben können. Und insofern würde ich derartige Pläne empfehlen, abzulehnen. Auf RNA-Impfstoffe werden sehr große Hoffnungen gelegt. Auch aus Deutschland gibt es derartige Entwicklungen. Die Herstellung ist relativ einfach. Hier wird RNA in Lipide, in Fette verpackt. Es kommt hier aber auf eine Tiefkühlkette an, wie man sie in der Impfung bisher noch überhaupt nicht kennt. Und ich muss auch sagen, dass es hier bisher keinerlei Erfolge bei anderen Infektionen mit RNA-Impfstoffen gegeben hätte. Deshalb bin ich hier extrem skeptisch, würde mich sehr freuen, wenn meine Skepsis falsch ist. Aber diese Erfahrung werden wir im kommenden Jahr sicher machen, ob das taugt oder eben nicht. Viel größere Erwartungen habe ich bei den rekombinanten Lebendimpfstoffen. Die waren auch aus ethischen Gründen bis vor kurzem absolutes Tabu und wären nicht einsetzbar gewesen.
vor wenigen Jahren war die Pharmaindustrie hier auch der Meinung, dass man das in Europa überhaupt nicht machen sollte. In der Veterinärmedizin sind die aber schon lange sehr gut etabliert und verbreitet. Und wir alle haben vermutlich schon mit rekombinanten Impfstoffen aus der Anwendung im Tier Kontakt gehabt, sind vielleicht selber damit immunisiert worden, ohne dass es uns geschadet hat. Aber natürlich sind da Risiken mit verbunden, die sehr gut untersucht werden müssen. Das Paradigma dafür ist ein zugelassener Impfstoff gegen das Ebola-Virus auf Basis des Virus der vesikulären Stomatitis. Dieser Impfstoff ist auch in Deutschland zugelassen. Er wird auch im relevanten Maßstab in Deutschland hergestellt. Und das ist eigentlich eine Blaupause für entsprechende Lebendimpfstoffe gegen das SARS-Coronavirus. Ich weiß, dass auch an VSV in diesem Zusammenhang gearbeitet wird. Es gibt mehrere adenovirus-basierte Lebendimpfstoffe, aber meistens auf Basis von replikationsschwachen Adenovirus-Vektoren. Auch der berühmte russische Impfstoff gehört zu dieser Gruppe. Und andere arbeiten an der Entwicklung von Pockenvirus-Vektoren, gerade auf Basis des sehr stark abgeschwächten Pockenvirus-Impfstamms. Modifiziertes Virus Ankara sind hier Plattformen entwickelt, wo es zwar noch keine zugelassenen Impfstoffe gibt, aber eben die Proofs of Principle schon lange vorliegen. Bei den rekombinanten Impfstoffen, replikationsaktiven rekombinanten Impfstoffen, sehe ich die größten Chancen, eine robuste Immunantwort auf Antikörper- und auf T-Zellebene zu induzieren. Die tatsächliche Wirksamkeit wird erst deutlich werden und es kann sein, dass sich auch hier dann die Immunantwort eher flüchtig gestaltet und die Priorität wird bei den vulnerablen Gruppen und bei den Älteren liegen. Insofern ist die Chance für einen Großteil der Bevölkerung in absehbarer Zeit geimpft zu werden, meiner Ansicht sehr gering, auch wenn für Deutschland eine sehr hohe Anzahl von Impfdosen schon bestellt worden sind. Ob die lieferbar sein werden, wenn weltweit der Bedarf dafür existiert, daran würde ich wirklich sehr gerne zweifeln wollen. Zur Therapie wurden sehr viele Wirkstoffe diskutiert. Chloroquin und Azithromycin waren eine entsprechende Sensation. Auf Basis einer kleinen, ich würde sagen interessanten klinischen Studie, bei der deutliche Qualitätsmängel zu finden waren. Diese Studie hat massivste politische Unterstützung gefunden bei einem Herrn, der schon überzeugt ist, schon wieder gewählt zu sein in den USA. Hier handelt es sich aber doch zum großen Teil wieder um den Verdacht auf Fake News, basierend auf dieser optimistischen kleinen Studie. Auch die WHO hat sich dabei von der politischen Unterstützung überreden lassen, hat aber mittlerweile ihre Empfehlung zurückgezogen. In den weitergehenden Studien ist dokumentiert, dass hier keine Wirksamkeit vorliegt. Remdesivir ist der einzige mehr oder weniger spezifische Impfstoff, der hier wirklich antiviral einsetzbar ist und er wird empfohlen für Patienten mit der schweren Lungenerkrankung bei Covid-19. In den klinischen Studien sind die Vorteile nur begrenzt. Das heißt, die Symptomatik fällt wohl schwächer aus, aber schon, ob die Erkrankungsdauer und die Letalität nun wirklich beeinflusst ist oder ob es sich hier um statistische Schwankungen handelt, das ist nicht eindeutig bisher rausgekommen. Die Herstellerfirma behauptet natürlich, dass auch dort klare Ergebnisse vorliegen, die ich zumindest noch nicht nachvollziehen kann. Ich sehe da trotzdem ein erhebliches Potenzial, aber eigentlich müssten solche Wirkstoffe in der Frühphase der Infektion eingesetzt werden, so wie man ja auch die Grippe sehr frühzeitig therapieren muss. Das ist nicht realistisch, weil man nicht für die gesamte Bevölkerung Remdesivir so leicht zur Verfügung stellen kann. Es ist auch finanziell kaum realistisch. Und in der Spätphase der Erkrankung, wenn dann nach Wochen die schwere Lungenerkrankung auftritt, ist eigentlich der Einsatz des Remdesivirs viel zu spät. Trotzdem
gibt es noch weitere Ansätze, die rekonvaleszenten Serien, das heißt Blutbestandteile von Patienten, die ihre Infektion schon durchgemacht haben, haben in Einzelfällen eine sehr gute therapeutische Wirksamkeit gezeigt, aber eben nur in Einzelfällen. Größere adäquate klinische Studien sind mir dazu noch nicht bekannt. Dafür haben diese Patienten auch eigentlich zu wenig Blut, als das im größeren Maßstab herstellbar wäre. Deshalb müssen wir hier auf die monoklonalen Antikörper und Derivate davon warten, die in Entwicklung sind und wo es natürlich spannend ist, wie die dann die schweren Krankheitsverläufe beeinflussen. Ich sehe da sehr gute Chancen. Standard ist es aber mittlerweile, allen Covid-Patienten, allen Patienten mit einer symptomatischen SARS-Coronavirus-Typ-2-Infektion eine Hemmung der Blutgerinnung angedeihen zu lassen. Das beeinflusst die Erkrankung sehr, sehr günstig. Und bei den schweren Verläufen waren besonders eben auch Störungen der Blutgerinnung an den schweren Verläufen und an den Todesfällen wohl nach breit verbreiteter Meinung eben beteiligt. Und auch die Hemmung der Immunantwort durch Cortisonpräparate ist mittlerweile etabliert. Das hat man sich in der frühen Phase der Pandemie nicht so richtig getraut. Wenn man den Körper noch schwächt, indem man durch Cortison die Immunantwort unterdrückt, dann könnte es sein, dass das Virus noch wesentlich schwerere Erkrankungen hervorruft. Deshalb die initiale Zurückhaltung. Und heutzutage ist man sich sicher, dass die Cortisontherapie hier einen nützlichen Einfluss hat. Und beide Faktoren haben letztendlich die Letalität der Erkrankung deutlich gesenkt. Ich komme so langsam in Richtung Schluss der Vorlesung. Ich fürchte, vielleicht etwas verspätet. Demokratie ist ganz wesentlich durch den Parlamentarismus bestimmt, der sich nicht nur bei uns sehr gut bewährt hat. Bei akuter Bedrohung muss man aber anders reagieren, weil das über das Parlament viel zu langsam wäre. Und dort haben eben die Verordnungen ihren Platz. Sie waren absolut notwendig. Sie schränken aber auch die parlamentarische Kontrolle ein. Und über den Sommer hätte man genug Zeit gehabt, die Verordnungen auch auf eine solide gesetzliche Basis zu setzen. Die Verhältnismäßigkeit ist ein wesentlicher Grundsatz für die Verordnungen. Drum haben wir zurzeit auch zeitlich befristete Maßnahmen und nicht langfristige Regelungen. Die müssen eben evaluiert werden, angepasst werden und die Gerichte passen hier ganz genau auf. Und wenn es hier zu Schieflagen kommt, wie wir es ja auch vor ein paar Wochen gesehen haben, werden solche Regelungen eben auch sehr schnell kassiert. Demokratie bedeutet aber auch Pluralismus. Die eine Sache, es besteht eine Verpflichtung meiner Ansicht nach zur Information der Bevölkerung. Das ist aus Richtung der Politik auch dringend notwendig. Die müssen plausibel machen, warum sie Entscheidungen treffen. Deshalb sind Regierungen, Ministerien und Behörden hier eben ganz besonders gefordert. Nach meinem Eindruck geschieht es auch sehr umfangreich und wo entsprechende Öffentlichkeitsarbeit im unklaren Bereich notwendig ist, ist mir auch verständlich, dass es dazu Informationsunfällen auch immer wieder mal kommen kann. Ich sehe es auch für notwendig an, dass Fachleute sich dazu äußern, ganz besonders, wenn sie aus öffentlichen Mitteln finanziert sind. Und das hat mich auch dazu überredet, in diesen Monaten der Presse sehr ausführlich zur Verfügung zu stehen. Es ist häufig extrem lästig, aber ich habe doch einen Eindruck, dass es insgesamt nützlich ist. Vorsichtig muss man sein bei persönlichen Meinungen, weil man gleichzeitig Mandatsträger oder Mandatsträgerin ist. Mir ist noch keine Frau aufgefallen, die einen dermaßen großen Lapsus geschafft hätte, aber zwei prominente Ärztevertreter sind in letzter Zeit hier ein bisschen sehr peinlich aufgefallen. Der Präsident der Bundesärztekammer, Herr Reinhardt, hat persönliche Zweifel am Nutzen der Mund-Nasen-Bedeckung geäußert, die ich auch zum Teil nachvollziehen kann. Er hat aber dabei vergessen, dass er als Arzt Nummer 1 in Deutschland hier sich sehr kontraproduktiv verhalten hat und hat deshalb auch
Courage genug gehabt, entsprechend seine Äußerungen sehr stark zu relativieren und sich hinter die Verpflichtung zur Mund-Nasen-Bedeckung auch direkt gestellt. Der Präsident der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hat vor kurzer Zeit es geschafft, mit Unterstützung von zwei renommierten Virologen, die aber hier, glaube ich, nicht ganz die Tragweite ihrer Äußerungen abschätzen konnten, eine Stellungnahme von Ärzteschaft und Wissenschaft zu verbreiten. Ärzteschaft hier in Form des Präsidenten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Das wurde noch unterstützt durch ärztliche Berufsverbände, die überwiegend in der ambulanten Medizin tätig sind. Virologische Fachgesellschaften waren nicht beteiligt. Wissenschaftliche Fachgesellschaften anderer Disziplinen haben dies auch nicht unterstützt. Und hier ging es hauptsächlich darum, lasst mal die Epidemie weiterlaufen, dann wird sie sich schon selber einregulieren, möglichst wenig Einschränkungen. Wir müssen eben die Älteren und die Risikopatienten noch besser schützen. Aber dabei wurde völlig vernachlässigt, dass wir bei einer Überlastung der stationären medizinischen Strukturen eine große Problematik für alle haben. Dann sind nicht nur die Coronavirus-Patienten nicht mehr adäquat behandelbar, sondern jeder andere auch, egal ob man nun einen Herzinfarkt hat oder sich nur das Bein gebrochen hat. Das ist ein sehr gefährliches Feuer. Schließlich gibt es aber auch noch Sonderregelungen für Professorinnen und Professoren, weil wir nach dem Grundgesetz hier eine Freiheit von Forschung und Lehre haben. Eine Einschränkung dieser Freiheit ist nur durch das Strafrecht vorliegend. Und das ist bei allen Äußerungen in der öffentlichen Diskussion nach meinem Eindruck bisher völlig nicht betroffen, und insofern muss man einfach vor dem Hintergrund von Freiheit von Forschung auch unangenehme Äußerungen tolerieren und am besten durch die Vertretung dessen, was man für die wissenschaftliche Wahrheit hält, eben dann auch in diesem Rahmen entgegentreten. Trotzdem die Freiheit von Forschung und Lehre heißt, entsprechende Personen müssen in der Kritik relativ tolerant gehandhabt werden, und es ist gar nicht so einfach, hier sich adäquat dazu zu äußern. Bevor ich zum Schluss komme, will ich kurz zusammenfassen. Wir sind mitten in der Pandemie, das Ende ist nicht absehbar, vielleicht haben wir im Sommer Erleichterungen. Die gesteuerte Pandemie ist eine nette Theorie, die sich im Rahmen des Schutzes der Gefährdeten einfach nicht umsetzen lässt. Antigenteste haben begrenzten Nutzen, könnten aber noch eine wesentlich wichtige Rolle entwickeln. Die Therapie hat sich ganz toll entwickelt, auch ohne neue Medikamente. Die Impfstoffe sind in der Pipeline, niemand weiß, wie es ausgeht. Regieren durch Verordnungen brauchen wir, aber es muss die Verhältnismäßigkeit einhalten, und überall, wo ein Rückkehr zum parlamentarischen Verfahren möglich ist, sollte das auch zeitnah gehen. Und das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit ist ein hohes Gut. Das gilt es zu schützen, und das schließt eben auch das Privileg ein, was jetzt leider provokant ist, sich öffentlich zum Affen machen zu dürfen. Weiter möchte ich mich da persönlich nicht dazu äußern, aber ich möchte mich dazu äußern, dass die medizinische Fakultät und der Exzellenzcluster in Kiel sich sehr eindeutig geäußert haben im Rahmen der grundgesetzlichen Möglichkeiten. Professor Thierry und Professor Schreiber haben sich da sehr verdient drum gemacht. Die Studierenden sind ja nicht so direkt Angehörige des Berufsstands der Professorinnen und Professoren. Insofern bin ich persönlich sehr dankbar über deren sehr direkte Äußerungen, die über die zurückhaltenden Äußerungen der Universität, der Fakultät und des Exzellenzclusters deutlich hinausgehen. Und ich habe hier ein paar wenige Äußerungen, die mir wesentlich sind, markiert. Da gibt es noch wesentlich mehr wesentliche Äußerungen in diesem Brief. Und dieser Brief hat auch bundesweite Aufmerksamkeit
gefunden. Dafür bin ich den Studierenden, die in der Fachschaft Medizin arbeiten, recht dankbar. Die sind hier auch alle ja aufgelistet. Und so sieht eigentlich Wissenschaft eben sehr, sehr konstruktiv aus. Abschließend will ich noch auf diesen Beitrag im Blog dieser Wissenschaftsjournalistin hinweisen. Ich halte diesen Beitrag für außerordentlich spannend. Sie stellt für Normalbürger die Grundfragestellungen der Wissenschaft sehr, sehr gut dar, wie eben auch Peer Review in der Wissenschaft funktioniert. Sie stellt auch dar, was denn nötig wäre, um Äußerungen von Fachleuten in der Öffentlichkeit zu korrigieren. Zeigt auch ganz deutlich, dass derartige Vorstellungen nicht so leicht umsetzbar wären. Und sie geht auch sehr konkret auf die Reaktionen der medizinischen Fakultät, des Exzellenzclusters und der Studierenden unserer Fakultät auf die sehr spezielle Buchveröffentlichung ein. Und dieser Blog ist tatsächlich äußerst sehenswert. Große Bühne für schwarze Schafe. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und bin nun endlich am Ende und bitte Sie um Verzeihung, dass ich doch länger gebraucht habe, als ich dachte. Ja, vielen Dank. Es wird jetzt durch die Diskussion, die sicher nur begrenzt Zeit in Anspruch nehmen kann, wegen der fortgeschrittenen Zeit, Herr Professor Ott führen. Ja, Herr Kollege Fikrenscher, herzlichen Dank für diesen sehr umfassenden Vortrag. Ich möchte mich jetzt zunächst einmal bei dem Team bedanken, das im Hintergrund die Fragen vorsortiert, die ich jetzt in etwas gebündelter und vorselektiver Form an Sie richten werde. Ich würde aber zunächst Frau Bozzaro und Herrn Stefani als Mitveranstalterin der Ringvorlesung die Gelegenheit geben, vielleicht auch eine Frage an Herrn Fikrenscher zu stellen. Darf ich mal eine Frage ganz am Schluss stellen? Als letzte? Das dürfen Sie auch, natürlich. Natürlich. Ja, ich habe eine sehr medizinische Frage, und zwar dieses Coronavirus, um das es jetzt geht. Welche Organe befällt das besonders? Welche Organsubsysteme? Wir haben das lymphatische System zum einen, weil es vielleicht von dort auch dann die große Verbreitung gibt über diese Aerosole und die Tröpfcheninfektion. Aber wie ich es verstanden habe, sind es auch die zellulären Auskleidungen der Blutgefäße, die dabei eine Infektion, also eine Entzündung haben und auf diese Weise viele verschiedene Organe plötzlich betroffen sind durch dieses Virus. Ist diese Haltung richtig oder ist diese Wahrnehmung richtig? Zu Beginn der Pandemie gingen alle davon aus, dass es vergleichbar zu anderen Atemwegserregern im Wesentlichen nur die Atemwege betrifft. Und wenn meinetwegen jemand einen Beinbruch bearbeitet und da Blutkontakt hat, ging man davon aus, dass da völlig undenkbar wäre, dass irgendeine Gefährdung mit verknüpft ist. Diese Sichtweise kam ins Wanken, als sehr ausgeprägte Blutgerinnungsstörungen beobachtet wurden, also Thrombosen in großem Ausmaß, weil eben offenbar die Gefäße gestört sind in ihrer Funktion und die Blutgerinnung zu stark loslegt. Woran liegt denn das? Das kann auf der einen Seite an dem Virus liegen, was das Endothel, also die Innenseite der Gefäße, infiziert und dann auf der Basis die Thrombosen entstehen. Oder es könnten Immunreaktionen sein. Und sowas ist auch sehr gut bekannt, dass es zu Vaskulitiden, zu Gefäßentzündungen bei Infektionen auch ohne die Anwesenheit des Virus an der Stelle kommen kann. Aber immer mehr Beobachtungen wurden publiziert, sogar ganz relevante Störungen
im reproduktiven System, also im Genitalbereich von Frauen wie Männern, und auch aus dem Nervensystem wurden ganz starke Störungen beschrieben, die man nun entweder auf Anwesenheit des Virus oder auf eine Vaskulitis oder eben auch auf immunologische Reaktionen zurückführen könnte. Immer mehr Anzeichen sprechen tatsächlich auch für eine Infektion ganz unterschiedlicher Organe. Das ist natürlich beim lebenden Patienten kaum zu untersuchen, aber größere Zusammenfassungen von Serien von Autopsien liegen jetzt auch immer mehr vor, und dann wird das ganze Bild doch wesentlich deutlicher, dass dieses Virus eben alles andere als ein harmloses Schnupfenvirus ist. Eine ähnliche Frage liegt auch mir vor. Ich verkleide sie mal in folgende Worte. Muss nämlich die Antwort, die Sie gerade auf die Frage von Herrn Stefani hinsichtlich der vielfältigen Neben- und Spätwirkungen gegeben haben, nicht auch der Begriff der Genesung von Covid-19 eigentlich in Frage gestellt werden? Was bedeutet es eigentlich genau, wenn jemand sagt, man ist genesen? Denn wir sehen in allen Statistiken dann noch die hohe Anzahl der sogenannten Genesenen. Die Frage nach den Genesenen ist ein ganz spezieller Schwerpunkt der Presse. Die wollen das immer ganz genau wissen. Und wir sind glücklich, dass das Robert-Koch-Institut Abschätzungen macht, wie viele dieser Personen, der infizierten Personen, vermutlich genesen sind. Das wird recht seriös berechnet. Und in Schleswig-Holstein übernehmen wir diese Berechnungen einfach und weigern uns, eigene Berechnungen anzustellen, weil das eigentlich speziell bei einer relativ kleinen Fallzahl nur falsch sein kann. Wann jemand genesen ist, ist ganz schwer einzuschätzen. Viele Genesene berichten auch noch über sehr starke Einschränkungen ihrer Leistungsfähigkeit. Auch das sind Folgen der Infektion, ist aber von der Grippe auch bekannt und da auch schwer zu unterscheiden. Und nachdem auch ja Symptomatiken in anderen Organen immer klarer werden, zum Beispiel auch der Verlust des Geschmacks und des Geruchs gehört dazu, wie lang hält das nun wirklich an, Spätfolgen der Infektion weiter zu untersuchen. Dazu haben sich die medizinischen Fakultäten in Kiel und ihre Schwesterorganisation in Lübeck, die nun nicht Fakultät heißt, zusammengeschlossen und mit Unterstützung des UKSH entsprechend ein Forschungsprojekt beantragt, was jetzt auch auf überregionaler Ebene in verschiedenen anderen relevanten Kliniken in Zusammenarbeit bearbeitet werden soll, um eben die Spätfolgen der Covid-19-Situation zu untersuchen. Das ist ein hochspannendes Forschungsgebiet. Die nächste Frage betrifft die Strategien einzelner Länder, mit der Pandemie umzugehen. Da scheint ja Neuseeland, da scheint Taiwan das Virus eliminiert zu haben. Auch in Südkorea, in Australien gibt es da auch schon Erfolge. Können wir hier, die wir natürlich keine Insel sind, von den Strategien dieser Länder etwas lernen? Zumindest spielt dort der Lockdown eine ganz wesentliche Rolle. In die Liste der Länder, die erfolgreich waren, würde ich auch China mit einbeziehen, obwohl es Personen gibt, die anzweifeln, die meinen, dass es sich hier um Fake News handeln könnte. Ich kann es schwer unterscheiden, aber in der persönlichen Unterhaltung mit einer Person, die in der Kommission in Wuhan dabei war, im Auftrag der WHO, habe ich mich überzeugen lassen, dass es sich hier höchstwahrscheinlich wirklich um wissenschaftlich belastbare Beobachtungen auch in China handelt. Und diese Maßnahmen sind einschränkend, waren auch in Australien und in Neuseeland meinen Informationsstand nach recht einschränkend. Und da wären solche lockeren Phasen wie uns im vergangenen Sommer eigentlich undenkbar. Könnte denn eine eliminatorische Strategie in einem Land wie Deutschland oder in einem Gebiet wie der Europäischen Union überhaupt eine Chance auf Erfolg haben? Nur bei weitestgehender Schließung der Grenzen und bei sehr starker Einschränkung. Weltweit gibt es viele Staaten, die sich so einen Luxus eines sehr starken Lockdowns finanziell nie leisten könnten. Das Beispiel Tansania wäre auch noch interessant, wo einfach durch die Regierung, durch den Präsidenten beschlossen worden ist, dass das Virus nicht existiert.
obwohl infizierte Patienten zum Beispiel auch aus Tansania nach Deutschland eingereist worden sind, wo dann es entsprechend auch nachgewiesen worden ist. Das ist auch ein Beispiel wieder im Sinn von politisch festgelegter Wahrheit, die nicht unbedingt der Realität entspricht. Ich bin skeptisch, ob das zu einer offenen Gesellschaft passt. Australien und Neuseeland haben hier sicher eine ganz besondere Sonderrolle. Und unter asiatischen Bedingungen, egal ob das in China oder in Südkorea oder in Japan ist, ist vieles denkbar, was zu unserer Kultur bisher nicht passt. Ja, vielen Dank dafür. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die die Letalität betreffen. Die eine Frage betrifft diesen Unterschied an Corona gestorben, mit Corona gestorben. Gibt es eine Möglichkeit, mit diese Unterscheidung, wenn sie denn überhaupt Sinn macht, zu operationalisieren? Die zweite Frage, das ist sozusagen so der Dauerbrenner, die nochmal fragt, wie das Verhältnis der Letalität bei Influenza und bei Covid dann nun zu sehen ist. Also dieser Spruch ist ja nicht schlimmer oder nicht tödlicher als eine Grippe. Was ist davon zu halten? Zumindest kennen wir bei der Grippe Letalitäten im Bereich von 5 oder womöglich 20% eher nicht. Wenn es in Deutschland sehr hoch kommt, liegen wir bei der Grippe in der Größenordnung von 1%. Die Todesfälle an der Grippe sind wesentlich höher als die gemeldeten Todesfälle, weil eben viele ältere Personen, die an einem Herzinfarkt versterben, nicht weiter untersucht werden, dass man gar nicht feststellt, dass sie Grippe hatten. Studien haben aber mittlerweile gezeigt, dass die Häufigkeit von Herzinfarkten bei der Grippeerkrankung und nach der Grippeerkrankung ganz drastisch erhöht sind. Und das ist aber auch nicht ganz so stark entfernt von den thrombotischen Problemen bei Covid-19, wo ja auch dann in der Folge die Rate von Herzinfarkten auch deutlich höher zu erwarten ist. Die Gesundheitsämter machen eine sehr, sehr ausführliche Dokumentation jedes einzelnen Falls. Ich bin da immer beeindruckt, wie komplett das ist. Und ich versuche als Landesmeldestelle für Schleswig-Holstein auch die Datendisziplin hier deutlich zu unterstützen. Natürlich nerve ich da auch manchmal die Gesundheitsämter, aber es wird mit recht viel Milde toleriert. Und so haben wir tatsächlich relativ gute Daten für Schleswig-Holstein. Und die Situation der Verstorbenen wird sehr gewissenhaft überprüft, ob es nun in Bezug auf die Erkrankung ist oder nicht. Und wenn jemand mit dem Auto an den Baum fährt, ist das höchstwahrscheinlich eben nicht durch Covid-19 hervorgerufen. Umgekehrt kann man sich natürlich auch vorstellen, dass jemand vielleicht psychische Belastungen entwickelt, vielleicht auch auf der Basis einer vorherigen psychischen Erkrankung und vielleicht dann tatsächlich wegen der Infektion den Baum wählt. Also die scharfe Trennung zwischen an oder mit der Infektion verstorben ist sicher problematisch. Gut, und die Frage ist natürlich, ist das Beispiel mit dem gegen den Baum fahren im Grunde, trifft das die Realität der Fälle gerade bei hochbetagten Patientinnen und Patienten, die an, sagen wir mal schon, im Grunde, man könnte sagen, auf anderen Gründen dem Tode schon nahe gekommen sind? Und bei sehr hochbetagten Personen kann natürlich eine kleine Veränderung des Gesundheitszustands schon massive Auswirkungen haben. Viele hochbetagte Personen haben Patientenverfügungen, die eine Intensivtherapie ausschließen. Und insofern kam es auch bei mehreren Ausbrüchen in Altersheimen zu ganz bedrohlichen Situationen, wo tatsächlich sehr viele Personen kurzfristig verstarben, weil sie eben festgelegt hatten, keine intensivere ärztliche Hilfe haben zu wollen. Gut, vielen Dank. Dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen, die beziehen sich so eher auf die Maßnahmen im Alltag. Da war einmal die Frage, was ist nun von dem Argument zu halten, dass ja viele Restaurants, viele Hotels, auch Freizeiteinrichtungen ja Schutzkonzepte entwickelt haben und dass sie jetzt dennoch von dem Lockdown-Light im Grunde negativ betroffen sind. Ist das im Grunde gerechtfertigt? Das ist die erste Frage.
Und eine zweite Frage betrifft die Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr der Deutschen Bundesbahn. Würden Sie im Grunde sagen, dass es sich bei diesen, sagen wir mal, Verkehrsmitteln um einigermaßen oder ziemlich sichere Aufenthaltsorte halten, oder haben Sie da Bedenken? Die Schutzkonzepte in der Gastronomie und auch im Handel werden ja durch die Betriebe selbst erstellt und sie müssen hinterlegt werden. Erst im Fall eines Ausbruchs wird kontrolliert. Niemand in den Gesundheitsämtern hätte die Möglichkeit, diese Unmassenkonzepte auch nur irgendwie zu prüfen. Da eine Kontrolle zu erwarten, ist wirklich völlig illusorisch. Und in den Konzepten steht zum Teil sehr Vernünftiges. Es gibt ja auch von den entsprechenden Berufsorganisationen Musterkonzepte, die man übernehmen kann. Und in den Konzepten habe ich zum Teil aber auch schon sehr eigentümliche bis groteske Regelungen gefunden. Ganz häufig wird das Bargeld für eine ganz bedrohliche Situation oder für ein ganz bedrohliches Material angesehen. Es gibt aber weltweit keinen einzigen Bericht, dass eine Infektion über Bargeld hervorgerufen worden sei. Man würde es nicht so leicht ausschließen können, aber es ist völlig klar, dass die Übertragung über die Atemluft, über Aerosole und über Tröpfchen um viele Größenordnungen relevanter ist. Und würden die Betriebe eben die Grundsätze, wie man über Atemwege die Übertragung vermeiden kann, als Schwerpunkt sehen, wäre auch vieles leichter umzusetzen. Auch bei der Oberflächenhygiene wird in vieler Hinsicht viel zu viel betrieben, während die ganz einfachen Regeln eben häufig eher nicht so richtig ernst genommen werden. Und deshalb lässt sich das insgesamt so ein bisschen schwer beurteilen. In ganz gesitteten Restaurants habe ich sehr wenig Befürchtungen. Aber ob die Lüftungsanlage in Kneipen zum Beispiel wirklich gut funktioniert, die entsprechende Duftnote, die da häufig existiert, spricht ganz massiv dagegen. Und insofern verstehe ich da auch, dass man eine grundsätzlich umfassende Regelung gefasst hat, die eben am Beispiel der Berliner Partymeilen so richtig klar vernünftig wirkt. In der Bahn ist es insgesamt für mich nicht ganz so einfach zu beurteilen. Die Rückverfolgbarkeit von Personen im Zug ist gar nicht so einfach. Ich reserviere zwar meistens, aber wenn in meinem Umfeld dann Leute sitzen, die keine Maske tragen wollen oder Leute laut rumbrüllen und viel Alkohol getrunken haben, dann suche ich mir einen anderen Platz, der dann natürlich nicht dokumentiert ist. Und das werden viele Personen tun. Entsprechend ist es auch im Bus, im Stadtbus ja überhaupt nicht möglich, irgendwas zurückzuverfolgen. Und wenn jemand meinetwegen einkaufen war und beim Friseur war und dies und jenes, dann wird das Einkaufen und der Friseur wahrscheinlich eher erinnert als ausgerechnet die Fahrt mit dem Bus. Im Zug besteht eine relativ gute Lüftungsanlage. Inwiefern die für diesen Zweck aber wirklich optimal geeignet ist oder nicht, kenne ich keine Details dazu. Es ist zumindest überzeugender als die Lüftungssituation in typischen Kneipen. Eine andere Frage. Es gibt ja auch mal gute Nachrichten. Und eine gute Nachricht war, dass Kinder weniger infektiös sind als Erwachsene. Gibt es da Studien, war die Frage, gibt es Daten, die das belegen, und gibt es einen Grund dafür? Also Gründe für die Studien gibt es umfangreich. Herr Drosten war einer der Ersten, der sich des Themas angenommen hatte. Er wurde dann auch öffentlich sozusagen geohrfeigt. Er hat zumindest wirklich herausgefunden, dass Kinder genauso gut infiziert sein können wie andere Menschen auch. Also Kinder sind auch Menschen, kam sozusagen raus. Und die Aussage im Zusammenhang mit der Covid-Pandemie ist ja insgesamt was ganz Wesentliches. Dass die schweren Erkrankungen bei Kindern so selten sind, ist ja auch zusätzlich eine sehr gute Nachricht. Und tatsächlich hat sich in größeren Untersuchungen jetzt wissenschaftlich herausgestellt, dass Kinder weniger infektiös sind. Das ist auch gerade drüber, in die weiteren öffentlichen Empfehlungen mit aufgenommen zu werden. Und
dass der bisherige Verlauf in Kindergärten und Schulen bezüglich der Coronavirus-Ausbreitung spricht ja auch tatsächlich für diese Hypothese. Eine andere Frage ist, ist es eigentlich möglich, sich gewissermaßen präventiv auf eine mögliche Infektion vorzubereiten? Damals, dass man versucht, einen milderen Verlauf gewissermaßen durch präventive Maßnahmen herbeizuführen. Man könnte an Atemübungen denken, man könnte an Ingwertees denken, Spaziergänge denken, Sport denken. Also was könnte man im Grunde selber tun, um vielleicht auch im höheren Alter das Risiko zu senken, dass man einen schweren Verlauf nimmt? Gute Lebensführung ist immer grundsätzlich nützlich in jeglicher Hinsicht. Und für Personen mit Atmungsproblemen aufgrund von Lungenerkrankungen ist natürlich die Atemtherapie, Atemübungen was ganz Essentielles. Aber man kann sich in der Hinsicht natürlich vor der Infektion nicht schützen. Impfungen sind erst am Horizont Silberstreif vielleicht zu sehen. Und das Wirksamste in diesem Zusammenhang ist die Kombination aus Distanz und aus Mund-Nasen-Bedeckung. Ich muss die Fragen jetzt ein bisschen bündeln und es werden auch nicht alle Fragen mehr antworten. Ich muss jetzt ein bisschen selegieren. Eine Frage lasse ich aber noch zu. Da wurde gefragt, gibt es Anhaltspunkte, dass dann, wenn man im Grunde an Fieber erkrankt und dann mit fiebersenkenden Maßnahmen arbeitet, Stichpunkt Ibuprofen, dass dann die Gefahr einer schweren Erkrankung zunimmt oder ist das haltlos? Ich weiß, dass es fleißig in beide Richtungen diskutiert wurde und letztendlich aber vor allem die Verschlimmerung von Erkrankungen durch Ibuprofen letztlich wissenschaftlich vom Tisch ist. Seither sind mir keine weiteren Arbeiten mehr dazu über den Weg gelaufen, wobei ich nicht ausschließen kann, dass ich da vielleicht manche Arbeiten noch nicht wahrgenommen habe. Okay, jetzt muss ich nochmal her. Es gibt jetzt auch noch ein paar Fragen, die so ein bisschen eher Richtung Diskurs über Corona gehen, sich also schon so ein bisschen auf einer Meta-Ebene bewegen. Einmal die Frage, welche diskursiven Strategien sind geeignet, um das Akzeptabilitätsniveau in der Bevölkerung hochzuhalten, wenn man das denn für richtig hält. Denn im Grunde, wir appellieren und appellieren ja. Und die Frage ist, gibt es da nicht auch irgendwann psychisch verständliche Ermüdungserscheinungen, Ermattungserscheinungen? Muss man immer dringender appellieren? Oder gibt es vielleicht auch andere diskursive Strategien, um die Leute sozusagen bei der Stange zu halten? Offene Informationen halte ich für ganz essentiell. Ob es schlau ist, dass es in den Medien zeitweise gar nichts mehr anderes als nur noch Corona gab, bin ich nicht so sicher. Das ist sicher kein natürlicher Umgang mit einer entsprechenden Situation. Immerhin die Wahl in den USA hat jetzt endlich mal ein anderes Thema auch aktuell gemacht. Aber manche Leute meinten ja auch, das Robert-Koch-Institut soll aufhören, die Meldedaten zu berichten. Es ist aber deren Verpflichtung, das zu berichten. Und wer es nicht hören will, muss halt weghören und muss das nicht lesen. Weshalb dann aber viele Medien dieselben Daten nochmal separat aufbereiten müssen und nochmal weitere Auswertungen täglich berichten. Das kann mich nicht so richtig überzeugen. Das ist eher aus meiner Sicht Arbeitstherapie. Wahrscheinlich sind die Personen einfach gelangweilt und haben sonst nichts zu tun. Aber Information ist einfach wichtig. Die Fakten müssen transparent dargestellt werden. Und vor allem müssen auch die politischen Entscheidungen transparent dargestellt werden. Das klappt nach meinem Eindruck in Schleswig-Holstein recht gut. Aber ich höre zumindest von Personen aus anderen Bundesländern, dass man da öfter mal auch nicht so richtig zufrieden ist und sich dann durch unbegründete, von oben herab Entscheidungen dann auch wesentlich stärker bevormundet fühlt.
Natürlich ist das Regieren über Verordnungen undemokratisch im engeren Sinn und schließt die Partizipation der Bevölkerung ja weitestgehend aus. Okay, ich habe noch eine Frage, die möchte ich im Grunde wörtlich vorlesen, weil ich nicht genau weiß, ob ich sie verstehe, aber ich lasse sie in jedem Falle nochmal zu. Ich lese vor. Die Politik nutzt zur Begründung ihrer Corona-Verordnungen eine Datenbasis, die durch Corona-Tests in einseitig ausgewählten Bevölkerungsgruppen erstellt wurde. Klammer bei Menschen, die in Verdacht stehen, infiziert zu sein oder mit solchen Kontakt hatten. Um einen Überblick über die tatsächliche Verbreitung des Coronavirus zu bekommen, müsste die Datenbasis in einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe erhoben werden, ähnlich wie es bei der Erstellung von Wahlprognosen gehandhabt wird. Warum passiert das nicht und warum wird das nicht von der Wissenschaft kritisiert? Ende der Frage. Auf der einen Seite muss man sich eben um Personen mit Infektionsverdacht kümmern oder um die Fragestellung eben der Kontaktpersonen. Und das geht quer durch die Bevölkerung. Da sehe ich keine Selektion für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Aber natürlich ist es nicht repräsentativ. Umgekehrt gibt es aber eine ganze Reihe von Aktivitäten, wo entweder regional systematisch geguckt wird oder auch bundesweit versucht wird, möglichst repräsentativ nachzugucken. Und da ist die Sentinel-Studie des Robert-Koch-Instituts eine ganz zentrale Angelegenheit, die seit langer, langer Zeit schon durchgeführt wird, eigentlich mit dem Ziel, die Grippe-Situation zu beschreiben. Daraus hat sich dann entwickelt, auch andere Atemwegserreger mit einzubeziehen. Und da haben wir derzeit auch ein ganz gutes Maß für die Aktivität des neuen Coronavirus in der Bevölkerung. Und derzeit findet man in der Bevölkerung keine Grippeviren, man findet Rhinoviren und man findet eben auch das SARS-CoV-2. Allerdings in dieser Studie an Sentinel-Praxen waren das bei derzeit wohl mehr als 200 Sentinel-Fällen, dann in der letzten Woche nur irgendwie eine geringe Anzahl, wenn ich mich jetzt recht erinnere, waren es 3 oder 6 Fälle, ich habe es jetzt nicht mehr genau parat. Das hilft zumindest, aber große repräsentative Studien sind natürlich enorm teuer und alle Beteiligten im Gesundheitssystem sind derzeit extrem belastet. Da es nun genau 20 Uhr ist, aber wir immer noch 230 Teilnehmer haben und Frau Bozzaro noch auf meiner Liste ist, würde ich jetzt Frau Bozzaro die Gelegenheit zu einer Frage geben. Und dann habe ich vielleicht noch eine ganz kleine, aber wirklich dann die allerletzte. Frau Bozzaro. Genau, ich wollte meine Frage vorhin zurückstellen, weil meine Frage sich eigentlich auf die Zeit nach der Pandemie bezieht. Sie haben uns zwar natürlich deutlich vor Augen geführt, dass das Ende der Pandemie jetzt nicht wirklich in Sichtweite ist. Wir werden wahrscheinlich im nächsten Jahr auf jeden Fall noch damit beschäftigt sein, aber irgendwann wird es wahrscheinlich vorbei sein. Und mich würde einfach interessieren, ob Sie einfach auch aus den Erfahrungen jetzt dieser Monate, Sie haben ja die ganzen Maßnahmen genau beschrieben, irgendwie Sie haben sich ja da sehr, sehr intensiv mit den auf verschiedenen Ebenen auch mit der Handhabe dieser Pandemie beschäftigt. Was können wir denn jetzt eigentlich lernen oder was würden Sie sich denn wünschen, irgendwie, dass wir für die Zukunft lernen? Es wird ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das ja nicht die letzte Pandemie ist, mit der wir uns beschäftigen werden. Gibt es etwas, irgendwie, wo Sie sagen würden, das sind einfach Erkenntnisse, die wir mitnehmen müssen, irgendwie, auf die wir dann in den nächsten Jahren vielleicht auch wirklich unsere Lebensgewohnheiten zum Teil vielleicht auch einfach, auf die wir sie hin verändern müssen, irgendwie, um auf zukünftige Pandemien besser vorbereitet zu sein? Die letzte Pandemie ist ja noch gar nicht so lang her. Das war die sogenannte Schweinegrippe, mit großen Sorgen betrachtet. Zum Glück war das Virus dann nicht so hochpathogen wie befürchtet. Es war aber auch längst nicht harmlos. Es gab gerade bei jüngeren Erkrankten ganz schwere Verläufe und die Fälle der Lungenersatztherapie durch Geräte, die Atmung außerhalb des Körpers ersetzen, war ganz besonders häufig benötigt. Also auch ein relativ harmloses Virus kann bei einer Pandemie ganz erhebliche Auswirkungen haben. Wir hatten auch eine
Ja, wir haben vielleicht immer noch eine Pandemie, die nie so erklärt wurde. Aber als das Zika-Virus plötzlich neu nach Südamerika kam, gab es dort in den Slums, zum Beispiel in Brasilien, plötzlich Unmassen von schwersten Missbildungen. Das ist so eine typische Situation einer Pandemie. Wenn dann die Bevölkerung durchinfiziert ist, sind dann diese Missbildungen wieder so selten, dass sie statistisch gar nicht mehr wahrzunehmen sind. Jetzt haben wir in Deutschland und anderen Ländern auch auf Druck der WHO ohnehin ja eine Pandemieplanung betrieben unter Koordination des Robert-Koch-Instituts. Wichtige Teile wurden auch durch die Bundesländer dazu beigetragen und viele wissenschaftliche Gremien haben sich damit beschäftigt. Und diese Pandemieplanung ist eigentlich schon relativ gut gewesen, war aber fokussiert auf das Grippevirus. Man hat sie dann auch modifiziert unter dem Hintergrund des sehr, sehr großen Ebola-Ausbruchs in Westafrika. Was wäre, wenn das denn auch nach Deutschland sich weiter ausbreiten würde? Und bei der aktuellen Pandemie hat man festgestellt, dass man die Altersheime in der Strategie fast komplett vergessen hatte und Altersheime überhaupt erst dazu zu bringen, Infektionsfragestellungen adäquat zu betrachten. Das war ein schwerer Weg und dadurch sind wir massiv besser geworden. Ich halte jetzt auch aktuell die Gefährdung in den Altersheimen nicht mehr für so drastisch, wie wir es im Frühling hatten. Und diese Fehler in der Pandemieplanung weiter anzupassen, herauszufinden, welche Maßnahmen nun im Maßnahmenbündel des Lockdowns wirksam waren und welche letztendlich nur quälende Randerscheinungen darstellten, das sind, glaube ich, so die Punkte, die man da in Zukunft weiter ausarbeiten muss und mit jeder neuen großen Situation wird letztendlich auch die Pandemieplanung umso praktikabler und konkreter. Ja, vielen Dank. Wir hier beschäftigen uns ja auch mit wissenschaftsethischen Fragen. Das Gustav-Radbruch-Netzwerk ist ja ein Netzwerk für Wissenschafts- und Umweltethik und deswegen so eine Frage, die kam hier auch im Chat, ich habe sie vielleicht ein klein wenig modifiziert. Es ist ja normal, dass die Wissenschaft nicht mit einer Stimme spricht, sondern dass sie untereinander Kontroversen austrägt. Das ist völlig normal. Jetzt gibt es aber im Grunde einmal den wissenschaftsinternen Dissens um viele, viele Studien, ihre Auswertung, die Konsequenzen, die daraus zu ziehen sind, und der Abgrenzung zwischen innerwissenschaftlichen Kontroversen und der sogenannten, man könnte sagen, Fake News, Pseudowissenschaft, Verschwörungstheorien und. Was kann die Wissenschaft tun, um der Bevölkerung diesen Unterschied zu vermitteln, dass es etwas anders ist, ob Virologen, Epidemiologen untereinander geteilte Auffassung sind oder ob sich gewissermaßen die Wissenschaft von etwas anderem ausgrenzt, was zwar beansprucht, Kritik zu sein, diesen Anspruch aber nicht einlösen kann. Und dieser Unterschied ist wirklich scheinbar schwer zu vermitteln und er spielt auch bei diesen ganzen Protesten, die sich ja alle als kritische Geister und Querdenker geben, offenbar eine große Rolle. Wie können wir in der Wissenschaft damit umgehen? Und die allerletzte Frage, die war auch noch drauf, soll die Universität Kiel für ein digitales Sommersemester oder für ein Sommersemester in Präsenzlehre planen? Tja, so Thesen, die Virologen sind sich nicht eins, sie widersprechen sich dauernd, sie ändern andauernd ihre Meinung, also können sie ja nichts Spezifisches wissen und das muss ja dann auch Fake News sein, sind leider ja auch öfter mal breitgetreten worden. Ich finde es tatsächlich nicht gut, aber die Kritik muss man aushalten können und auch überlegen, wie generell man denn Behauptungen von sich gibt. Und das Beispiel der kürzlichen Stellungnahme der Ärzteschaft und Wissenschaft ist ja so ein Beispiel, wo die entsprechenden Personen das Manuskript weitestgehend ohne Einbeziehung weiterer Fachleute fertiggestellt haben und so schon publiziert hatten, sodass dann eben noch irgendwelche Organisationen sich dazu bekennen konnten oder nicht. Das hätte eben eine breitere Diskussion bedürft und dann wäre hoffentlich auch ein besseres Resultat rausgekommen.
Ich arbeite auch bei der Leitlinienentwicklung in mehreren Zusammenhängen mit, wo eben jetzt jedes klinische Fach die Frage hat, wie müssen wir mit dem Coronavirus-Problem umgehen? Und da werden eben sehr, sehr viele Meinungen gehört und nach einem strukturierten Verfahren werden diese Meinungen, soweit es geht, auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse eben dann priorisiert. Und das ist, glaube ich, ein Verfahren, was beispielhaft für viele Denkweisen gilt. Bloß wie auch die Wissenschaftsjournalistin mit vietnamesischen Hintergrund, auf die ich eingegangen war und deren Name ich mir nicht merken kann, eben meinte, in der Wissenschaft haben wir das Peer-Review-Verfahren und dort werden eben offensichtliche Fehler letztendlich geahndet und im Zweifelsfall muss dann auch eine entsprechende Publikation zurückgezogen werden. Das haben wir aber eben in der öffentlichen Darstellung nicht und deshalb ist es dann eben auch absolut notwendig, in der Bevölkerung zu widersprechen, aber unter Achtung der entsprechenden rechtlichen Grundsätze und die Freiheit von Forschung und Lehre ist ein Fakt, was man wirklich hoch einschätzen muss. Da kann es sicher fachliche Diskussionen drum geben, aber die Freiheit muss man auch wirklich auch jeder unbequemen Meinung zugestehen, egal ob man die nun für fachlich korrekt hält oder nicht. Jetzt hat man noch mehr Sachen. Ich glaube, vor dem Sommersemester gab es noch was. Ja, ja. Nein, die Frage nach dem Sommersemester an der Universität ist die letzte Frage. Aber hatte ich jetzt vorher noch was übersehen oder hatte ich es schon? Nein. Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Wir haben jetzt gerade mal 30 Minuten Fragen gemacht. Unser Sprecher hat einen schönen langen Vortrag gehalten und da muss er eigentlich die Standfestigkeit haben, noch 10 Minuten dran zu hängen. Wäre mein Vorschlag. Also an mir liegt es nicht, aber die Frage ist an die Koordinatoren, wie ich bin noch gerne bereit, 10 Minuten durchzuhalten. Herr Stefani. Ja, wir hatten vereinbart, dass es also doch ein gewisses Limit geben sollte. Und wir könnten im Prinzip bis nach 24 Uhr oder bis morgen früh diskutieren. Ich glaube, wir sollten tatsächlich zum Schluss kommen, sagen wir mal, die nächsten 5 oder 6 Minuten können wir noch dran geben, aber dann ist auch für andere, die hier dabei sind, glaube ich, der Abend nicht ausschließlich dieser Thematik und dieser Ringvorlesung gewidmet. Dann würde ich im Grunde noch, ich habe jetzt im Grunde meine Fragen im Wesentlichen abgearbeitet, die Frage für CAU-Sommersemester steht noch aus. Und dann können wir im Grunde überlegen, wer im Grunde noch eine Frage stellen möchte. Dann ist aber die letzte Runde sozusagen. Die Antwort ist ja eigentlich durchs Präsidium schon längst gegeben. Wir haben ein digitales Semester hinter uns. Wir haben sehr viel gelernt. Ich höre immer, dass die CAU besser sei als andere Universitäten, zumindest im letzten Semester. Ob so ist, weiß ich nicht. Aber zumindest hat es in vielen Zusammenhängen recht gut geklappt. Das heißt, die Rückkehr zu einem ganz normalen Präsenzunterricht wie in den Jahren zuvor wird es in der Form auch nicht wieder geben. Das heißt, es wird in Zukunft garantiert eine gewisse Mischung geben zwischen digitaler Vermittlung und Präsenzunterricht und die entsprechende Ausgewogenheit zu finden. Für danach wird sicher noch mühsam werden. Die Antwort muss heißen Hybrid, genauso wie es fürs aktuelle Semester gilt. Und solange wir die Distanzierungsregeln einhalten müssen, ist alles ohnehin unsäglich umständlich, im klinischen Bereich erst recht, aber auch in Angelegenheit ganz ohne Patienten brauchen wir plötzlich irgendwie 10-mal so große Seminarräume und 10-mal so große Hörsäle. Das wird es alles nicht geben. Also sind wir da auf die Hybrid-Situation angewiesen und die Kombination aus elektronisch online vermittelter Lehre und Präsenzunterricht, denke ich, wird auch in Zukunft die universitäre Arbeit eher deutlich verbessern und gerade unangenehme, unersprießliche Pflichtteile der Lehre lassen sich wahrscheinlich ideal in Lehrkonserven verpacken. Ich meine da eben Lehrkonserven mit EH und nicht mit 2E. Und dadurch kann man auch die Lehre möglicherweise auf die
spannenderen Fragestellungen, die am Nabel der Zeit hängen, stärker konzentrieren. Herr Stefani. Wenn ich doch noch mal auf eine Frage zurückkommen kann, die Herr Ott im Grunde schon ansatzweise auch gestellt hat. Es gibt ja immer wieder Hinweise, dass es Empfänglichkeiten für das Virus gibt, dass die Empfänglichkeit bei Menschen mit einer bestimmten Blutgruppe, mit einem bestimmten ethnischen Hintergrund eine besondere Bedeutung hat. Dann gibt es irgendwie aus Leipzig vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie die Ansicht, es könnte sich um eine Kombination aus sogenannten Neandertal-Genen handeln, die in jedem von uns in irgendeiner Kombination auch drinstecken, die eine besondere Empfänglichkeit machen. Wir haben die Alten mit ihren Empfänglichkeiten versus den Jungen. Könnten wir dazu nochmal auch, was die Genetik anbelangt, ein paar Worte hören? Was die Genetik anbelangt, gibt es für die Ehre der CAU und des Universitätsklinikums in Kiel, am Standort Kiel, eben die ganz wichtige Nachricht, dass hier eine sehr große genetische Studie durchgeführt worden ist und deren Ergebnis eben war, dass Personen der Blutgruppe 0, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ein deutlich reduziertes Risiko haben, dass es im Umfeld um Professor Franke erarbeitet worden am Institut für klinische Molekularbiologie und dass es international eine höchst angesehene Veröffentlichung und ich bin da sehr gespannt, was sich durch weitere Assoziationsstudien hier noch weiter herausfinden lässt. International ist das ein sehr aktives Forschungsfeld und da werden wir sicher noch viele Überraschungen finden. Ich habe eine Frage übersehen, es tut mir leid, ich will sie jetzt doch noch stellen. Das betrifft die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer, wo man sagt, naja, in der ersten Welle war die Dunkelziffer sehr hoch, jetzt ist sie geringer durch das Testen geworden. Ich weiß, dass Wissenschaftler ungern etwas über Dunkelziffern sagen, denn wenn man Dunkelziffer quantifizieren könnte, dann wären sie keine. Aber kann man im Grunde zu diesem Thema der Dunkelziffer aus Ihrer Sicht noch irgendetwas sagen? Zur Dunkelziffer ist auch der Themenkreis, der schon angesprochen war wichtig, ob man denn systematisch testet oder eben nur ganz bestimmte Gruppen in der Bevölkerung. Darum sind eben auch die breiteren Untersuchungen zur Abschätzung der tatsächlichen Anzahlen ungeheuer wichtig. Aber dass es Dunkelziffern gibt, ist völlig klar. Im Rahmen der ersten Welle waren das ganz besonders Orte wie Heinsberg oder Tirschenreuth oder andere Orte, wo die Infektion schon außer Kontrolle geraten war. In dieser Welle ist in dem Zusammenhang ganz besonders Berlin zu nennen, aber eben auch Südbayern. Im Kreis Berchtesgaden-Land hat man ja schon frühzeitig striktere Maßnahmen durchgeführt, auch wirklich realistisch basiert auf den besonders hohen Fallzahlen, die dort in kurzer Zeit aufgetreten sind. Und natürlich wird der Vorwahlkampf für markige Entscheidungen da auch noch eine gewisse Rolle gespielt haben. Aber letztendlich hat diese Entscheidung in Berchtesgaden auch ja die bundesweiten Aktivitäten angetrieben. Irgendjemand muss das sozusagen ja zuerst mal der Erste sein, damit andere sich endlich auch trauen. Dunkelziffer spielt bestimmt eine ganz erhebliche Rolle. Man meinte, dass mit Antikörperuntersuchungen lösen zu können, diese Unklarheit. Aber seitdem wir auch wissen, dass etliche Personen gar keine Antikörper entwickeln oder sehr flüchtig nur Antikörper entwickeln und es auf der anderen Seite auch bei den Testsystemen auch erhebliche Raten von falsch positiven Ergebnissen gibt, ist das nicht so ganz gut in seriöse Ziffern zu fassen. Aber die Datenfülle wächst deutlich.
Also ich bin mit meinem Fragenkatalog so einigermaßen durch. Ich sehe jetzt auch, dass die Ausschaltquote ansteigt, dass also einige sich schon verabschieden, jetzt um 20.15 Uhr. Wenn jetzt keine ganz dringenden Bedarfe noch sind, noch eine Frage zu stellen, klicke ich in die Runde elektronisch? Nein, keine dringenden Bedarfe. Dann herzlichen Dank noch einmal an Sie, Herr Fickenscher, und herzlichen Dank auch an die Veranstalter. Noch einmal ein großes Dank an das Team im Hintergrund. Die im Dunkeln sieht man nicht, wie es bei Bert Brecht heißt, aber sie haben ganz hervorragende Arbeit geleistet und mir die Fragen gewissermaßen auf dem Tablett serviert. Dafür einen ganz, ganz herzlichen Dank. Dann hoffe ich Ihnen, dass die Veranstaltung so gelungen war, dass wir dann im Grunde jetzt auch in der Abfolge beider Ringvorlesungen, die andere interessiert mich auch sehr, dann auch wirklich ein kontinuierlich hohes Publikumserfolg haben, und bedanke mich für alle Teilnehmer und wünsche allen noch einen wunderschönen Abend. Passen Sie auf, bleiben Sie gesund.